Es baut ab. Wir haben White, schon früher bemüht. White Russian. Wahnsinn. White Russian baut ab. Gehirnzellen. Ah. Ja, wo man halt Gehirnzellen hat und warum. Ich fand's ganz raus. Toll. Dass wieso fand's? Achso. Mein Let's Play wurde als April-Scherz aufgefasst. Das fand ich das Allerbeste. Ich bedanke mich recht herzlich. Das ist ja auch ein schlechter Scherz. Wir treten das Schweigen und Alkohol. Ich gehe jetzt. Alkohol ist gut, ich bin dabei. Voll Scheiße. So, Flumi, komm, was war denn in der 5? Ha, ha, ha. Ganz viel Schleim. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es in der 5 war. Oder ob das jetzt nicht kommt. Habt ihr das nicht gesagt, dass das in der 6 kommt in der 6 jetzt, ja. Das ist das Intro für die 6. Okay, da kommt jetzt in der 6 ganz viel Schleim. Wir sind im Intro. Nicht im Outro. Raus. Nicht im Outro. Was hat der Troll? Schneiden mal raus. Das war jetzt der Satz. Damit alle genau nochmal hinhören, zurückspulen und sich anhören, was wir da gesagt haben und eigentlich rausschneiden wollten, was wir dann doch nicht rausgeschnitten haben. Und das sagen wir jetzt, um das Intro länger zu machen. Ja, ist schon lang genug. Das stimmt. Aber darum Trolli. Geht's ja nicht. Trolli! Ja, bitte? Dein ausgleitender Satz. Ich hab schon wieder... Also, das war jetzt das Intro. Genau. Sag's jetzt. Penner! Ey, du willst ja, mach dein Satz jetzt! Ja, Meister. Bitte verzeiht diesen Anflug von Aufruhr. Wer malt denn die ganzen schönen Bildelchess, hä? Ja, du machst doch alles. Du bist sowieso der Master of Death. Bin ich gar nicht. And life and stuff. Ich bin der Haarbringer of Death. Der grimme Schnitter. Der grimme Schnitter. Lieb den Namen, der grimme Schnitter. Mhm. Grim Reaper. Ja, das klingt nicht so gut. Eine Sekunde mal kurz. Da geht er wieder fort, oder was? Wibi. Das andere Headset ist so unangenehm, ey. Schneidet dir das die Öhrchen ab? Ich hab Riesenohren, Alter. Jedes Headset schneidet mir die Ohren ab. Ungünstig. Selbst meine schöne Snowboardbrille hat mir die Ohren abgeschnitten, ey. Jutti, und du? Weiß ich nicht. Also du hast nichts, wo du ansetzen willst? Nö. Ja, dann setzen wir an. Den Hebel? Die Penisklemme. Wie viele Tage wollt ihr jetzt vorhüpfen? Ja, wir wollten ja schon eigentlich doch täglich schielen, oder? Habe ich doch jetzt richtig verstanden. Okay. Wir warten halt auf den Blöde Moment. Blöde ist natürlich, wenn der Junge frei hat, also sturmfrei hat, es wäre natürlich eigentlich gut. Andererseits ist es natürlich auch kompliziert, weil... Das mal so eben, den Netz so eben schnell abzupassen, ist auch irgendwie blöd. Außerdem ist fraglich, ob der da abends überhaupt Bock hat, wenn er eben mit seinen Kumpels verabredet ist. 23 Uhr. Das stimmt. Ich kann ja den Server abstürzen lassen. Ha! Geht gar nichts mehr hier. Stimmt allerdings. Das wäre ja dann eh schon zu spät. Aber gehen du das schon? Das ist richtig. In SR5 ist es so, wenn du wirklich was per Dataspike abstürzen lässt, dann geht das auch nicht so schnell wieder an. Dann müssen die das erstmal händisch reparieren, hardwaremäßig. Das ist ja auch nicht so, ne? Ohne. Das hält schon eine Weile. Och. Und bei dem Spiel, das sie spielen, haben sie halt Private Hosts. Also da ist nichts mit, wir weichen mal schnell auf was anderes aus. Och, das hört sich doch nach einer Idee schon fast dann jetzt an, was du gerade mir erzählst. Dann kann man da tatsächlich mittags hingehen. Wenn wir den Jungen eh finden. Na, mit der kriegt doch Schule. Ja, nach der Schule. Nach der Schule, Mensch. Spielleiter? Spielleiter? Ja, was war ich jetzt gefragt? Nee, aber gedöns hier. Dann soll doch Billy den Host abstützen lassen, wo die drauf zocken. Krieg ich das raus, auf welchem Host er spielen will? Ja, die, das ist das etwas bessere Comlink vom Ostdeutschen. Na, vom Ostdeutschen da. Vom Ex-Griechen quasi. Der lebt irgendwo auf einer Insel jetzt, ne? Im Mittelmeer. Hauptsache die deutsche Flagge ist drin. Naja, klar. Insolvenzflagge. Der Pleitegeier. Genau, den haben sie aufgestellt. Ja, schön. Och, dann,
wenn ich den Host abstürzen lasse, dann kriegen die das mit, dann wird die Spielsession abgesagt. Und dann könnte das ja passieren. Pass auf, dann machen wir das so. Pass auf, hör zu, Jojo, wir machen das so. Du läufst ihm über den Weg. Und währenddem du dem über den Weg läufst, lass ich den Host abstürzen, sodass seine Kumpels und er mitkriegen, dass er quasi nichts zu tun hat. Und dann verwickelst du den einfach in deine wunderschönen Augen und erzählst ihm eine Lebensgeschichte von dir. Dann muss ich den erstmal dazu kriegen, dass der mich überhaupt leiden kann. Das ist gar nicht so einfach. Nee, das ist wirklich nicht einfach. Würfel mal auf leiden können. Du kannst doch so gut leiden. Minus 15. Die leidet doch aber immer so gut. Das klingt irgendwie komisch, wenn du das so sagst. Bitte? Jetzt verstehe ich, was du meinst. Du meinst japanisch quasi. Woher weißt du das denn? Ich weiß alles. Ich hab doch deine Möse gehackt schon mal. Also Billy. Ja, deswegen habe ich auch so gelitten. Ja. Das war so gut. Da konnte nichts Gutes bei rauskommen. So gut gesquirtet. Und so kam Urbs auf die Welt. Und Oscar ist seine fleischliche Form. Nee, Oscar hat sie dann mit irgendeiner Teufelsratte gezeugt. Wow. Schlafe. Deswegen ist der so niedlich. Das war der beste Sex meines Lebens. Ist jetzt aber gemein. Ich dachte, als du damals dem Fleisch in den Arm abgeschnitten hast, das wäre das Beste gewesen. Stimmt. Das ist leider richtig. Jutti. Kein anderer Mann konnte mich nochmal so befriedigen und das nur mit einem Arm. Nachdem wir richtig. Jetzt... Na doch, der Spikes-Typ, der war auch relativ... Der hätte doch aber in die Titten geschossen, dachte ich. Steinsalz. Der hat mir nicht nur in die Titten geschossen. Ja, nachdem wir uns jetzt über unsere Sexualpraktiken ausgelassen haben, ausgiebig, können wir wieder... Was zu lernen. Nee, wir machen... Das war Rewind einfach nur. Ich hab's danach dann ausgiebig verteilt. Das also Brot unter den Armen. Müssen wir das jetzt anstellen, dass du dem über den Weg läufst? Sobald du dem über den Weg gelaufen hast, lass ich den Host abstürzen, dann habt ihr mehr Zeit. Ja, warte erstmal. Also, wer weiß, vielleicht wird das auch ein hartes Stück Arbeit mit dem Typen. Deswegen, du gibst mir ein Zeichen. Sobald du sagst, haha! Na, wir könnten auch über das DNI verbunden bleiben, wenn du mich nicht die ganze Zeit zuquatschst. Wobei, dann kannst du mir auch zuquatschen. Nö. Du kannst mir auch zuquatschen. Nö. Kein Bock auf dich, ey. Matsch ab jetzt, schaff was für dein Geld. Geh anschaffe. Heute Abend 1000 Nyen auf dem Konto, dass das klar ist. Ich wollte ja die 1000 von vorhin nicht. Deswegen muss ich ja jetzt anschaffen dafür. So, okay. Richtig. Beine breit und so. Karriereschere. Ja. Hose runter, Schwanzvergleich, die Stimmung kocht gleich über. Gott, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht, das ist so peinlich. Wir packen unsere Dödel aus und messen das Kaliber. Ah ja, genau, danke. Come on, JBO. Ja, deswegen ist es ja so peinlich. Ich schäme mich akut. Und zutiefst. Weißt, Marianne Dietrich kann er wahrscheinlich singen, oder wie es gleich wieder heißt. Wie heißt sie denn? Marlene Dietrich? Nee, wie heißt sie denn gleich? Er gab's hört so einen, zu aber... mir, wie ja, das kann ich singen, du. Das mach ich auch gerne. Unter der Dusche. Oder verdammt lang her, verdammt lang her. Das kenne ich nicht, das ist tatsächlich was? Zu alt. Bab? Entschuldige bitte, Bab? Das, ich bin jung im Blute und Geiste. Ich bin gerade mal aus meiner Sturm- und Drangphase heraus. Du warst da niemals drin, ey. Wenn du wüsstest, du, was ich früher erlebt habe. Also, ich habe den ganzen Tag zu Hause gegessen und Döner gefressen, du. Hacken in der, du Bierschiss, fällt mir da jetzt gerade wieder ein. Was schlimmer ist, ist Dönerschiss. Oh ja. Können wir jetzt? So zu gern. Bitte, danke. Ihr verlustiert euch erstmal wieder dort, ja? Am nächsten Na klar, Tage. Wie okay. Das immer so ist. Naja, das ist ja okay. Das gibt ja auch viel zu sehen. Total. Also ich geh mal ans Theater. Ist wirklich, also diese Fotos, ich sage dir, das könntest du auch machen können. Vielleicht. Ich war eher schöner die noch. Aber es ist doch sehr so erfrischend gut. Für den Geist.
Ja, tatsächlich, Düst, du merkst die Erfrischung im Geiste massiv. Könnte auch einfach sein, dass dein Geist jetzt nach Wodka lechzt, um das ertragen zu können, aber sicher kann man sich nicht sein. Billy packt ihren Flachmann aus. Alter! Nein, ich bin auf dem Run, da habe ich keinen Flachmann partout jetzt zur Hand. Das wäre echt ein bisschen witzig gewesen. Ja, ich weiß, aber ich brauche ja keinen Edge zurück. Deswegen. Ich darf ja auch nicht heben. Ich weiß, aber trotzdem habe ich sagen müssen. Das ist wahr. Also. Jojo, bei dir ist es noch viel spannender. Ich nehme an, du wirst mal kurz den Weg abgehen, den er mit dem Hund nimmt. Da ist auch Sehenswürdigkeit tatsächlich, ja. Also du kommst an der Stelle vorbei, wo ihr auf der Bank, wo Kaban für dich die Bank säubern musste. Ja. Und B kommst du an einer alten Eiche vorbei. Weißt du, wie dick das Ding ist und alt und das steht auch dran, damit du das auch weißt. Also echt super. Also Mann, so ein Baum, der ist echt, gerade im Winter macht der echt was her. Das ist ganz nackig. Mann, und ansonsten noch mehr Bäume? Wow, das ist ja also ein kulinarischer Hochgenuss für Eichhörnchen. Ja, die Bäume und fressenden Eichhörnchen. Wildschweine. Die sind nicht da heute. Ja, aber die würden die Eicheln bestimmt, vielleicht sammle ich ein paar Eicheln ein für Kaban. Du siehst Wildschweinspuren, wenn du ein bisschen vom Wege abkommst. Die sind doch künstlich. Vielleicht sind es auch künstliche Wildschweindrohnen. Da wird niemand verletzt und es sieht natürlich aus. Genau. Künstliche Fußabdrücke, die drücken sich selbst ab. Ja. Ist dann die, einfach da nur läuft so jemand mit so einem Fußabdruckgerät lang, weißt du? Wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich, irgendwie haben die das, die haben so eine Art Druckpolster irgendwie unter den Boden, unter den Mutterboden gelegt und dann sackt das auf Kommando hin, mal ein bisschen ab, damit sich dann so gezielt Fußspuren im Boden bilden. Was? Eben, das Leben verändern. Genau. Irgendwann kommt dann auch der Maxim mit einem Rocco langgestiefelt an der Leine. Der läuft da halt rum und lässt seinen Hund dann mal ein bisschen weiter in die Büsche gucken, dann schnüffelt der, dann pisst der dahin. Das ist eindeutig verboten, ja. Und dann kommt er da weiter lang gestiefelt und scheint nebenbei eine Unterredung am Comlink zu führen. Düst, der hat gerade seine Freunde angerufen. Sagt ihr. Ach nee, 8 Stunden ist eh vorbei. Ist rum, ne? Mhm. Okay, nichts mehr. Geht nicht mehr, aber weißt du, da jetzt außerhalb, erst war im Wald, aber du hast jetzt eine ganz gute Matrix-Verbindung, das siehst du schon, dass er gerade ein scheiß Gespräch führt mit seinem Geist. Und ja. Könnte ich eigentlich zuhören, oder? Da müsstest du A auf Jojos Comlink und B mal elektronische Kriegsführung und Logik würfeln. Oh nee, jetzt. Für Jojos Comlink kann er durch. Werden. Wie bitte was? Du würdest dabei nicht entdeckt werden, wenn es schief ginge. Na komm, ruf auf meinen Comlink. Ja, oder? Das ist total ungepflegt auf ihrem Comlink. Also bei Jojo auf dem Comlink soll ich ruf? Ja, einfach, weil damit du in Signal reichst. Du brauchst ja irgendeinen Empfänger, damit du dort das Signal abfangen kannst, weißt du? Ja, okay. Billy geht auf die Toilette im Dings und geht vor. Du möchtest ein Electronic Warfare von mir haben, ja? Sagst du? Ganz recht. Ein SR-10. Oder krieg ich schon irgendwas plus ich schnell, ne? Na, dann halt dein VR-Bonus. Nee, also dann. Hast du eine lange Leine eigentlich? Ja, ne? Bestimmt. 4 Erfolge. Die ist schon ein bisschen länger, ja. Ja, du kannst mithören. Ich schläge es uns beiden zum Mithören. Pass auf, Schätzlein. Es ist nicht nur so, dass der Junge heute sturmfrei hat in seinem Hause. Nein, er hat auch mit Wohlgefallen erfahren, dass die Nachbarin halt irgend so eine Benefizveranstaltung ist, wo sie mit ihrem Stecher und den Kindern erscheint und dann irgendwie bei der Freundin dort übernachtet. Irgendwas mit Kinderbüchern, ganz furchtbar. Deswegen, es weiß ja daher, hat sie nämlich gefragt, weil nämlich die Nageltante da war und das heißt immer, ist ein gutes Zeichen, das sind alle außer Haus. So. Und ansonsten geht's halt um Glitches und Bugs und Stuff. Verstehst du? Und voll der OP-Charakter, ja. Alter! OP-Charakter? Also die unterhalten sich über ihr Spiel und so. Und da gibt's offenbar voll den OP-Charakter.
Wenn Jojo näher kommt, guckt sie mal, wie der Hund drauf ist. Ist das so ein Hund, der neugierig ist, was da einem so entgegenkommt? Oder ist das so ein Vieh, das irgendwie eigentlich sich Würfel für... doch mal Tierführung. Ich hasse dich. Plus das habe ich zwei. Doch noch nicht. Ja, dann würfelst du Intuition plus 1. Ich wollte es mir doch noch holen. Ich habe es nur noch nicht. Wieso denn nicht? Wenn mein Tante Pimperl hätte, wäre es mein Onkel. Zwei Erfolge. Der Hund ist natürlich an sich schon neugierig und ein Familienviech. Und du hast die Hunde, kommt zu mir und leck mich Pose oder was weiß ich, was man dabei Fuckviechern wie Hunden macht. Und der Hund, der ist schon interessiert an dir. Der Typ bleibt jetzt stehen und lässt ihm da freien Lauf und beachtet dich so mittelmäßig, ist ja im Gespräch vertieft, aber der Hund kommt schon auf dich zu und würde erstmal so an deinem Bein rumschnüffeln. Ja, Jojo hält ihm dann die Hand hin und wenn dann alles gut. Okay, dann. Hey Rocco, komm mal da weg, komm mal. Nee, ist schon gut, alles easy. Liegt jetzt auf. Düss, er legt jetzt auf. Oh mein Gott! Alarmstufe rot, Alarmstufe rot, er hat aufgelegt, Oh Gott, er kann raus! Übers DNI kommt. Kannst du dich mal bitte einkriegen? Weißt du, wie laut das in meinem Schädel dröhnt? Was? Ich rede gar nicht mit dir. Achso. Noch schlimmer! Ach, scheiße. Das heißt doch Technomancer, ficken das Gehirn, ey. Ja, und kontrollieren auch die Träume. Träume kosten übrigens nichts. Das ist richtig. Also er ruft seinen Hund trotzdem erstmal zurück, kommt aber auf dich zu. Hi. Hi. Ist das dein Hund? Ja. Achso, okay. Ist das dein Hund? Ja, das ist Rocco, das ist mein Hund. So Familienhund, aber eigentlich ist es mein Hund. Weil ich kümmere mich halt drum. Okay. Krass, ich wollte immer einen Hund haben, ich durfte nie. Okay, warum das denn nicht? Weil Hunde dreckig sind und Arbeit machen und ja, es gibt die neuen Züchtungen, aber nein, das geht natürlich nicht im Plan. Und weiß ich nicht, ein kleiner? So eine Fußhupe oder sowas? Na, aber damit kann man noch nichts anfangen. Also so richtig kleine Hunde mag ich eigentlich nicht. Die gehen schon. Ich meine, wenn du die mal aus der Handtasche rauslässt, ist eigentlich schon ganz okay. Aber ein Hund gehört doch nicht in die Handtasche. Naja, deswegen sollst du ihn ja da rauslassen. Verstehst du? Ja, aber dann, ich weiß nicht. Also so ganz klein ist, glaube ich, nicht so meins. Ah ja, okay. Das hätte man dir gar nicht angesehen. Nicht wahr? Ich bin immer für Überraschungen gut. Offenbar, keine Ahnung, aber du darfst nicht auf dem reiten. Dafür ist er jetzt nicht gemacht. Sie wirft erst dem Jungen, dann dem Hund einen etwas skeptischen Blick zu. Schon klar? Weiß nicht, du guckst so begierig auf den Rücken. Ja, nee. Oder war das jetzt ein Witz, der nicht angekommen ist? Keine Ahnung, ich bin nicht so der witzige Typ. Das, weiß ich nicht. Meine Familie ist nicht so der witzige Typ. Verstehst du? Das hat auch nichts mit dir zu tun. Na klar. Genetik und Erziehung und alles. Und wenn alle zum Lachen in den Keller gehen, da kannst du nicht einfach, da musst du schon mitgehen, wenn es mal was Witziges gibt. Einmal in der Woche, wenn es angeordnet ist, weißt du? Ach so, ja, dann so, heute machen wir mal Spaß, okay, dann gehen wir alle runter, einzeln, versteht sich? Ja, ja, der Zeitplan sieht das vor und dann... Ja, was wäre man denn ohne Ordnung und Disziplin und Zeitplan und überhaupt? Ein Chaos, das geht nicht. Ja, also bei uns ist schon so, da geht los, Tag beginnt, Frühsport, dann wird's Abend. Ja, ne? Oder halt ja, auch, also das... Trennkost, also erst isst mein Vater, dann wir, was so übrig ist. Also du musst schon ein bisschen, das schon. Ja, das Leben läuft in geordneten Bahnen, so wie es sein muss. Hm? Siehst du, dann wirst du auch verstehen, dass ich jetzt ordnungsgemäß meine Runde hier weiterführen muss. Mach's gut. Dann geh mal ordnungsgemäß deine Runde weiter. Viel Spaß. Ahoi. Ja, entschwindet. Ordnungsgemäß. Gut. Jojo geht auch. Idee.
Du kommst irgendwo an? Ja, bei Billy. Vermutlich irgendwann. Willst du jetzt aufs Klo gehen oder was? Schäm dich. Nein, aber... Hier, ich bin hier gerade Bratwurst am raushauen. Ey, okay, bleib mal weg. Was glaubst du, wie lange die auf dem Klo bleibt, Spieler? Der jetzt ohne Witz, die macht nur VR und dann kommen die wieder raus. Die Natürlich kommen die dann Pipi. Wieder raus. Frauen brauchen nicht lange auf dem Klo, es sei denn, die sind in der Mehrzahl. Zu zweit. Genau. Und machen Make-up und Nasepudern. Aber Nasepudern ist momentan nicht. Ach Gott, wie er es wieder unterstreichen muss, damit es die Leute... Mengele und so. Ja. Du musst auch an die denken, die nicht so klug sind. Was willst du denn? Nix. Ist alles super. Ich weiß, das wirst du mir nie verzeihen, aber das ist mir vollkommen egal. Das war schlimm. Ich warte auch auf unsere lieben Zuhörer, bis sie dir böse Comments schreiben, deswegen. Das wird einfach nicht passieren. Das wird einfach nicht passieren. Wir haben die liebsten und besten Zuhörer der Welt. Naja, also ich würde mir manchmal schon ein bisschen mehr Geschenke wünschen, gerade so unten rum. Also da könnte ich mir schon noch eine Steigerung vorstellen, aber das tut jetzt hier erstmal überhaupt gar nichts zur Sache. Jojo kommt bei dir an. Was war denn das jetzt mit dir und dem Typen? Wieso? Der ließ sich nicht so richtig in Gespräch verwickeln, würde ich jetzt mal sagen. Naja, ich glaube, der braucht auch einfach. Ich meine, man kann auch nicht unbedingt erwarten, dass das direkt beim ersten Mal so alles fluppt. Naja. Na, nur weil du ein sehr extrovertierter Mensch bist und ich auch sehr extrovertiert sein kann, bedeutet das nicht unbedingt, dass das jeder so ist. Was? Ja. Was? Ja. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich bin auf dem Ohr taub. Nein, bin ich nicht. Ich mache nur Spaß. Ich weiß jetzt nicht, was wir machen sollen. Naja, mal einfach mal gucken. Vielleicht laufe ich dem öfter über den Weg und dann geht das schon. Ja, irgendwann kommt dir dann auch an und sagt, stalkst du mich oder was? Nee, hallo? Nein, das meine ich nicht. Aber gerade wenn wir vielleicht tatsächlich öfter mal checken, wo der ist oder so, dann... Ich meine, das Viertel hier ist klein und irgendwie... Ne? Was hatte der nochmal gesagt, was da abgeht mit Party? Ging das hatte der nicht? Hatte der nicht irgendwas gesagt mit Party oder mit Sit-in irgendwo? Hä? Mag sein, dass mein Geist Kopf gerade. Nicht. Nee, mag sein, dass mein Geist gerade am Wandern war. Als ihr geredet habt. Nee, hat er, also soweit ich weiß, hat er nichts davon erzählt. Ich glaube, Dys hat das gerade nur gesagt, damit ich sage, ja, hat er, ja, ich kann mich genau erinnern, Shit. Wie immer. Er hat's raus wieder, fuck. Oh, es fängt an zu regnen, komm mal hier unter den Schirm. Es gießt wie aus Eimern. Äste biegen sich nach unten unter dieser geballten Naturkraft. Blitze erhellen den Himmel in unrhythmischen Abständen, der Donner grollt unglaublich laut und böse. Ich verzweifle gerade, ich weiß nicht, was wir mit dem Typen machen sollen. Abwarten. Hättest ihn einfach mal umschlagen müssen, sagen, hier, ich nehme mal deinen Hund mit. Ich wollte schon immer mal einen Hund haben, hast du ja gesagt. Genau. Voll in die Fresse gehauen. Ich nehme den jetzt mit. Ey, das ist mein Hund, halt die Fresse oder ich verwandle dich in Haufen Schleim, du Wichser. Was für ein Hund denn, Alter, was? Hund? Wo? Hund? Ich sehe keinen Hund. Psch, noch eine drauf. Dies ist nicht der Hund, den du suchst. Nee, du musst es wie ein Türkei machen. Keine Star-Wurf-Witze mehr, hat er gesagt. Du hast dann aber gesagt, dass du es trotzdem machst, weiter. Ich mach die trotzdem, aber Flummi ist doch nicht zu dir. Das stimmt. Ich suche eben gerade noch deine ganzen Informationen, die du uns gepostet hattest. Du suchst die Na, Informationen, die sind im Forum. Bei dem Jungen Spieler... wissen wir nicht so genau. Da hieß es immer nur, der wäre irgendwie relativ introvertiert und ist eher so ein bisschen auf, ich lasse meinen Hund mal Hund sein und finde das eigentlich auch geil. Und seine Eltern gehen ihn halt so ein bisschen auf den Keks, beziehungsweise hauptsächlich sein Vater geht ihm auf den Keks. Das klang auch gerade im Gespräch schon so ein bisschen raus. Mhm. Und irgendwie, das war, glaube ich, hauptsächlich die Info zu dem Jungen. Dass er nichts Besonderes ist, aber natürlich versucht wurde, aus ihm was Besonderes zu machen mit allerlei Förderkursen und so. Ja. Das war, glaube ich, das Einzige, was noch war.
Naja, nee, den Link habe ich, den PDF-Link habe ich schon gefunden, danke. Ich habe nur das gerade das Dokument offen und fliege darüber. Mach dir da mal nicht so viel Stress. Der Junge braucht ihn ein bisschen, um aufzutauen. Deswegen ist das halt schon okay. Da läuft man sich ein, zweimal mal den Weg und dann wird das schon irgendwann. Hättest du ihn vielleicht mal über Poesie und Basteln ansprechen müssen? Weil ich mich so gut mit Poesie auskenne, meinst du? Du hättest ja sagen können, wenn's Herzschall brummt, ist Erschall gesund. Ist ja aber umgekehrt. Hätte er dich verbessern können. Nicht? Ups, falsch. Ich hab den falschen Knopf gedrückt und gelabert. So das was. War nicht so klug. Nein, aber wenn dich, also wenn du nicht du wärst, sondern vielleicht jemand Normales, und dich dann jemand völlig komisch von der Seite, den du noch nie gesehen hast, mit anfängt mit irgendeinem komischen Kram zu labern, dann wirst du mit auch... der schlechtesten Anmache der Welt, Alter. Richtig, ey, dann wirst du auch misstrauisch, mit 17, oder? Mit 17, Alter, was zwei Beine gehabt hat und wie ein Weibchen ausgesehen hat, das war... Siehste, das ist doch das Problem an der Sache. Wie ein Weibchen ausgesehen hat. Moment, also jetzt tust du gerade Billy sehr großes Unrecht, ja? Nee, Billys Make-up lässt sich... Achso, das meinst du. Billys Make-up ist extraordinary. Und Jojo sieht super aus momentan. Vielleicht ist er ja einfach so schüchtern, dass er dann nicht gleich sagt, na komm jetzt hier, ich zeige dir mal einen ganz kurzen Weg, der führt direkt in deine Hose. Komm mal jetzt mit dir, jetzt geht's ab. Weißt du? Komm, ich zeig dir mal, was so ich alles mit deinen Körpersäften tun kann. Die verkochen bei mir, Schlampe. Gib dem Jungen ein bisschen Zeit. Ja, was machen wir denn da bis dahin jetzt? Abwarten und Tee trinken. Dann trink mal jetzt Tee. Hier trink mal deinen Tee. Ja. Prost. Ja, wir trinken Tee. Ich hab Tee getrunken. Ich weiß nicht, mir fällt auch gerade nicht ein, wie wir den Abend, den der da frei hat, auch noch nutzbar machen können. Irgendwie, selbst wenn der Server da abschmiert. Keine Ahnung, was der dann treibt, wenn er nichts zu tun hat. Dann bleibt er wahrscheinlich trotzdem zu Hause und macht halt zu Hause irgendeinen Scheiß. Na, zu Hause aufs Kopf. Ja, wobei, vielleicht auch nicht. Wenn er weiß, dass seine Eltern nicht da sind, vielleicht nutzt er dann die Gelegenheit, mal um in die Stadt zu gehen oder so. Na, ich kann wieder versuchen, ihn zu lokalisieren, aber... Ja, der hat aber auch keine Freunde, glaube ich, ne? Nee, nur die Gamer da. Ja, in Moskau, ich glaube, da hatte ich geschrieben, hatte er ein, zwei, die er schon ein paar Mal gesehen hat bei irgendwelchen AGs oder irgendeinem Kack, wo er da war, mit denen er sich ganz gut verstanden hat. Zeigt sich in sozialen Netzwerken als einsam, gelangweilt, genervt von Nachbarskindern, dem Privatunterricht und bedrückt ob der berüchtigten Ehe seiner Erzeuger. Achso, nee, sieht die wenigen Kinder seiner Umgebung selten und betritt die richtige Stadt auch fast nie. Aber Bock hat doch schon, steht da. Bock hat er schon. Ich meine mal, vielleicht den Buff oder so, weiß ich nicht. Mit 17. Ja, das ist, wäre was, was Jojo sogar mit ihm tun könnte, aber Buff gehen. Auch das, vielleicht besser nicht, aber ich dachte, ist ja. Dafür, das muss der auch machen. Ich meine, er hätte zwar jetzt die ideale Gelegenheit, aber das kann der auch nicht, das wird er nicht alleine machen. Das ist das größte Problem. Aber wie wirst du denn seine Partnerin in Crime? Na, ich habe gerade überlegt, wenn er unterwegs ist dann und man ihn dann in einem Club wieder trifft, der hat keinen Grund davon auszugehen, dass ihm irgendwer blöd kommen will. Das heißt, der würde das wahrscheinlich tatsächlich für einen Zufall halten. Dann müssen wir jetzt das Haus beschatten, ob er irgendwo hingeht. Na, entweder das Haus beschatten oder gibt's die Variante mit dem Kumlik nochmal, dass man weiß, wo der ist? Was du mehr von mir willst. Das sah nicht an Arbeit aus. Nicht? Gut. Hat schon mal geklappt, sehe keinen Grund, warum es nicht nochmal klappen sollte. Ja, die gut. Sprites sind dir heute sehr gewogen. Oh, nee. Vielleicht, also so wenn man schön. Jetzt noch irgendwie... Wie alt sind die jetzt, die sind 17, ne? Die dürfen auch in die meisten Clubs noch gar nicht rein, scheiße.
Ja, Moment, da gibt's auch die Kinderclubs, da waren wir beide auch schon als Ah verkleidete ja, Mädchen drin. stimmt, das. Ja, ich entsinne mich dunkel. Und ich habe ja bestimmt auch Sachen im Auto mitgenommen, dass ich mich eben mal noch in mein Kinderoutfit schmeißen kann, zur Not. Gottes Willen, lass das. Nee, Zeig aber sie wenn mir, wie wir das geht, du. die Jungs irgendwie mit denen, die der in der AG ab und zu mal getroffen hat, wenn die irgendwie den Plan fassen könnten oder wie die dazu kriegen könnten, dass sie den Plan fassen, irgendwo hinzugehen, zu irgendeiner Aktion oder irgendwie nach Moskau zu fahren und die den fragen, ob der mit will, dann sagt er doch bestimmt nicht nein. Düse macht einen Data Search und den macht er nicht ohne Grund, denn er will herausfinden, ob Schenkt. irgendwas heute Abend abgeht. In So, der Stadt. na alles. Also es Na, ist Moskau. alles! Moskau, da geht immer alles auf einmal ab. Ist denn irgendeine krasse VR-Gaming-Session ongoing, wo voll der Hyperspace-Weltraum-Space-Shuttle-Shit heute Abend happening ist, wo jeder Gamer eigentlich hin will? AR-Gaming, Würfelt Dings, doch mal Gedönse, bitte. klar, Genau. Gandhi, ich kann Gandhi fragen, er weiß das bestimmt. Oder so. Würfelt doch mal bitte jemand von euch euren Durchschnitt Edge, also 4. Jemand, der sich zutraut, viele Erfolge zu haben. Geflogen, Das würfel soll. mal 4 Würfel, bitte. Nein, ich sag geflumst, soll würfeln. Warum denn? Nimm mal ich will nicht. Weil Weil ich du nur gut einen Erfolg würfelst. habe. Ach so. Ein Erfolg, na, das ist tatsächlich nicht ganz. Ich hab drei, also Wir haben wir die nehmen Mitte ist diese. zwei. Ich habe mich nur verklickt. Das habe ich jetzt aber Also, auch so gesehen. ihr habt einen Erfolg. Ich wollte was ganz anderes würfeln. Eigentlich war Düse dafür Ich habe extra zuständig. gesagt, jemand, der sich zutraut, viele Erfolge zu haben, da kannst du dich nicht angesprochen gefühlt haben. Also in Eben keiner deswegen habe ich ja auch nicht Dimension. gewürfelt. Tut mir Ich leid, habe aber nicht gewürfelt. das tut mir echt leid, Mädchen, das geht nicht. Ein Das ist Erfolg, okay, gemein. es geht. Ja, es ist eine Party von sogar seinem Spiel. Das ist ja relativ big. Also eine kleinere Neonet-Party in einem Club, wo ein paar der nicht Profispieler, aber schon einen Haufen normale Zocker kommen, aber auch ein paar der, von die man vielleicht mal in irgendeinem Ausscheid, Landes, nicht, aber Stadtausscheid gesehen hat oder so. Also da geht schon was ab. Und da ist die Möglichkeit zu spielen, wird aber dort meistens nicht gemacht, sondern es ist natürlich ein Umfeld für hässliche, verpickelte Jungs und Mädchen, sich zu treffen und unter seinesgleichen zu sein. Die müssen auch nicht zwingend hässlich sein, aber du weißt, was ich meine. Aber verpickelt halt. Ja, in dem Alter meistens, wenn man sich's nicht wegmachen lässt. Gut. Dann bekommt er jetzt diese Werbung zugeschickt, würde ich doch mal sagen, oder? Plus, nee, warte, 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 warte. Hat er nicht einen seiner Zockerkumpel? Wohnt er in Moskau? Nee. Oder doch? Oder Einen nur in festen Russland. Zockerkumpel nicht. Er hat einmal mit einem der Typen aus der Fecht-AG ein bisschen gezockt. Aber das ist in der Tat 2 Jahre her. Nee, aber der hat doch. Achso, ich habe gesagt, einer ist in Russland, der ist nicht in Moskau. Ach, scheiße. Warte mal, wo der ist. Na klar, ist der in Novosibirsk. In Novosibirsk, dann kennt die Billy den doch bestimmt. Hat sie bestimmt schon mal mit dem gezockt. Ich Ich glaube glaube, nicht, dass du dass alle es Leute so in viele Leute Novosibirsk sind. kennst. Natürlich kenne ich alle, ich habe die immer bespitzelt. Achso, das wüsste ich nicht. Natürlich, bei uns gab es ja auch die Gestapo. Achso. Gestapo, das hört sich an wie Gesellschaft für Stabhochsprung. Billy, die war bestimmt so eine Po. inoffizielle Mitarbeiterin bei denen. Im Traum. Hört er auch. Ja. Wir sollten dem mal das aufs Comlink schicken. Ja, nicht nur. Wir sollten dafür sorgen, dass er auf jeden Fall irgendwen findet, der mit ihm dahin geht, verdammt. Shit. Free transportation tonight from Zelenograd. Der wird da nicht alleine hingehen. Wir können es probieren, aber es wäre eigentlich noch besser, wenn das dann tatsächlich von einem von den Leuten von ihm irgendwie ist. Hat der mit dem Typen, mit dem der da mal gezockt hat, irgendwie noch was zu tun? Kannst du das sehen? Sie haben sich noch einmal getroffen im Rahmen von elterlichen gemeinschaftlichen Aktivitäten, die da sind. Polizeiball? Oh Gott. Aber da war danach nichts mehr, das ist auch schon ein halbes Jahr her. Oh, das sieht schlecht aus. Irgendwer von seiner X-Fire-List muss doch irgendwie in Moskau leben, der da hingehen würde. Ich gehe jetzt alle seine Gaming-Accounts durch von seinen Lieblingsspielen und Also guck. mit eurem einen Erfolg tut's mir echt leid.
Ich hatte doch drei, ich guck da. Du hattest hat drei, geguckt, aber die leider hat... Jetzt hab ich geguckt. Düse, tut mir leid, keiner. Dude! Billy, du kriegst mit, dass er nochmal seine Kumpels anruft. Die wollten ja heute zocken und machen sich nochmal kurze Absprachen. Serversturz ab. Weil einer 20 Minuten Serversturz ab. Oh. Serversturz ab. Oh, Mann, Alter. Also der eine Typ kann natürlich jetzt nicht mehr mitreden. Die anderen hassen die Welt. Ja. Überlegen, ob sie noch was anderes zocken. Allerdings aber haben sie dann jetzt auch nicht so viel Bock und die könnten Scheiße. Das checken. Die könnten dem das sagen, vielleicht wenigstens irgendwie. Die könnten da von irgendwem... Ja, die kriegen jetzt die Werbung auf jeden Fall. Die, außer er, kriegen jetzt alle die Werbung. Okay. Für dieses Event heute Nacht. Ja, gut. Alles klar. Das Gespräch kannst du ja jetzt nicht mehr mithören. Wieso denn? Achso, du hast dein Sprite wieder drauf. Klar, kannst du. Du hast doch gesagt, dass ich meinen Sprite wieder drauf habe. Ja, hatte ich vergessen. Ja, pass auf. Sie sagen ihm, dass das ist. Und er muss sich nicht mal drum bitten lassen. Er meint, er hat frei, er hat sturmfrei und das ist die Gelegenheit. Er ist jetzt langsam alt genug, er geht auf jeden Fall hin. Der müsste nicht überzeugt werden. Ole. Leute treffen und so, endlich aus diesem Fuck-Kaff rauskommen. Der Hund, mit dem geht er dann mal extra lange vorher und dann wird er aber losgelegt. Überlegt er sich noch, wie er da hinkommt. Ihm fällt relativ schnell ein, dass er das Geld für ein Taxi noch zusammenkratzen wird und dann ab in die Big City, Alter. Das wird aufregend und geil und vielleicht trinkt er auch ein Alkohol, vielleicht sogar ein Alkopop oder zwei, ja. Will er sich mit irgendjemand dort treffen? Da fiel ihm offenbar auch keiner ein. Aber es sind ja Gamer unter sich, der wird doch hoffentlich jemanden finden. Und selbst wenn nicht, ist er wenigstens nicht alleine in diesem Scheißkaff. Jojo, guck mal, dass sie anfängt, sich ein bisschen über dieses komische Spiel zu bedingsten, damit sie eine Ahnung hat, was das ist. Wobei, sie hat sogar AR-Spiele. Billy gibt dir einen Crashkurs. Ja, ich habe AR-Spiele als Wissensfertigkeit. Ist es zufällig Spektrum Delta? Nee, es ist leider Epic Gunstars. Das also, haben wir aber auch schon gespielt. Das habt ihr sogar auch schon gespielt, ja. Das ist der Shooter von Neonet, der auch weltweit in Tournaments, Turnieren gespielt wird, wo auch richtig viel Geld fließt an Profispielern. Ha! Scheiße, Epic Gunstars, das war doch genau das, was Gandhi umprogrammieren wollte. Mit den Waffen. Das war doch! Nicht. War das das? Ja, das war Epic Gunstars. Das wollte war der das als das? Grundlage nehmen ich weiß, und was das der umprogrammieren. Das Shadowrunner Schießtraining, ja. Richtig. Ha! Ich kenne mich voll aus mit dem Spiel. Naja, sag mal, du kennst dich aus. Du hast es bestimmt ein paar Mal gespielt, das war auch bestimmt ganz lustig. Das ist halt spacey und totally awesome, mega. So wie Quake, also dann. Und ich habe AR-Spiele auf 2 als Wissensfertigkeit. Und ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, in diesem Spiel auf mit halbwegs realistisch getrimmten Waffen die zu schießen. Die gibt's in dem Originalspiel ja eben nicht. Da gibt's das weiß Laser ich. Cannons of Death, Junge. Das weiß ich doch, aber das habe ich doch mit Gandhi auch gespielt. Aus. Du kennst die Spielmechanik, du bist nicht gut, aber das musste auch nicht sein, das ist ein fucking Shooter. Du weißt, wie die Leute ungefähr drauf abgehen, du weißt, dass da natürlich immer dann die Flame Wall of Death ab und zu mal überall erscheint und was weiß ich. Du willst mir sagen, ich bin nicht gut in diesem Spiel, obwohl ich das mit Gandhi bis zum Erbrechen irgendwie diese scheiß AR-Shooter gespielt habe? Das ist auf 2, ja. Billy hat AR-Spieler auf 3, um mal hier den Pimmelvergleich rauszuhängen. Und Billy ist besser als du in dem fucking Game, Alter. Das weiß ich die doch, dass die das zusätzlich dass spielen das 80% der Leute das VR, was Billy noch awesomer machen würde in dem Spiel, auch wenn sie AR-Spiele hat. Und du hast es immer AR gespielt, weil du dich ja bewegen wolltest. Das macht dich natürlich nochmal low. Das ist richtig. Aber ich kann ja hier einen unterstützenden Sprite kompilieren. Das könntest du machen, wenn die da zocken. Aber auf jeden Fall kennt Vader euch genug aus. Durch und Jojo kennt sich mit den Waffen aus, das ist immer schon mal gut. Nee, mit denen kennst du dich nicht aus. Ach doch, du hast es ein paar Mal gespielt, ja, das ist ausreichend kennst du dich aus. Du hast die neuesten Patches nicht verfolgt und so, aber es ist schon okay. Das ist eine gute Grundlage. Aber generell mit Waffen, die versuchen da ja realistische Waffen nachzubilden, dass die Schießmechanik da anders ist. Nein, das hat Gandhi da versucht, die versuchen das nicht. Ja, aber die haben doch dieselben. Das Einzige, was Gandhi gemacht hat, ist nein, die haben nicht doch dieselben. Nein, die haben ach vollkommen so versucht, neue Waffen, die wissen es halt in Wirklichkeit gibt, einzubringen. Und du hast halt die Space Cannon of Gore-Explosion. Alles klar, das wollte ich wissen. Okay. Zusätzlich ist es halt so, da sind viele Casual-Gamer dort bei dem Ding. Das sind nicht nur die Profis da. Okay. Pseudo-Profis.
Okay, das heißt, Jojo kann da sogar hingehen. Ist ja klar. Okay, dann kann sie sogar mit der Sin da hingehen. Dann geht sie halt nur... Das ist ein Spiel, du bist bei Sedar, das ist aber sehr ungezogen. Ja und? Das ist doch, das ja, passt doch zu dem Wildfang. Ich wollte das ja auch unterstreichen. Genau, das ja. war doch der Witz dabei. Deswegen habe ich ja ungezogen gesagt. Mhm. Sehr gut. Deswegen kann sie da sogar dafür sorgen, dass die Kleidung mal nicht ganz so perfekt sitzt, wie sie es sonst tun sollte. Brauchst, was sehr sinnig wäre, du bräuchtest zwingend, also nicht zwingend, aber dringend ein Karpaltunnel-Syndrom, echt jetzt. Komm mal her hier, ich pack mal aus, dann kannst du mal ein Karpaltunnel. Ich wollte schon sagen. Tritt dir einmal mit dem Stöckelschuh in den Nerv, Alter, das findest du nie wieder. Achso, das habe ich jetzt nicht gemeint, aber egal. Ich weiß, aber das wollte ich noch hinzufügen. Fand das nämlich auch gut. Irrelevant. War das ist gut, er soll erstmal Alkohol trinken, das ist gut, dann wird er lockerer. Noch lockerer, ach du Scheiße. Ja, Mensch. Na los, Team. Wir fahren zurück nach Moskau. Ja, wir fahren zurück nach Moskau, yay. Oh Gott, komische Nerds, das wird aber... Ich muss nochmal ganz kurz AFK. Du kannst mit dem Spieler... Ja? Wir brauchen einen VIP-Pass für dich. Wieso? Keine Ahnung, damit du VIP bist. Doch. Quatsch, wir brauchen keinen VIP-Pass, der hat auch keinen. Ich gehe da nicht rein, du gehst da rein. Ja, ich weiß, dass du da nicht reingehst und dass ich da reingehe, aber trotzdem brauche ich keinen VIP-Pass. Das soll ich mich als Mädel anziehen? Könnte ich wieder nee, auch durchgehen. Ist hinter, nee, hinterher sieht er das. Das wäre... Hinterher kennt er dich wieder oder so, das wäre nicht gut. Hä? Na, jetzt noch nicht, aber irgendwann mal. Latexmaske und so, ne? Mm. Geh du mal kacken oder was du machen musst. Einen neuen Tee kochen. Ja, das sage ich auch immer. Ja. Schön den Teebeutel in die Keramik halten. Lippelappelumpe. Ja, schön. VIP-Pässe wird es vermutlich nur für die Veranstalter geben. Aber es gibt Supporter, so was weiß ich, du hast das neue Update vor Release gekauft oder warst irgendwo im Teil der Alpha vorbei, da gibt es so Supporter-Pässe, wo du halt dann ein bisschen Ausnahme bist. Da kannst du nicht im VIP-Bereich, aber kriegst zum Beispiel kostenlos Getränke und so und zeichnest dich halt als Big Fan aus. Beta-Tester. Genau, Beta-Tester und noch ein bisschen Geld investiert. Genau, ja, dann, nee, ja klar, ist ja keine Open-Beta, sondern es ist eine Closed-Beta, wo sie den Pre-Starter-Kit sich hatte holen müssen, Pre-Sale-Order. Genau, und dann noch 4 neue Skins hatte und... Ein Rhinoceros, auf dem man reiten kann. Ein Rhinoceros, auf dem man reiten kann, das ja. gefällt mir. Das war Feuer spuckt. Bei Age of Conan, bei der Collector's Edition, hatte ich damals einen Rhinoceros, einen Schlachtrhinoceros, dass man... ja, ich habe es versucht mit dem... Heroin-abhängigen WoW zu entkommen... bin ich auf das Conan-Methadon umgestiegen. Sehr gut. Hm? Ich habe mir damals gedacht, also WoW, du fängst mich nicht. Mich nicht! Jetzt gib mir mal ein Bier her, Mutti. Genau das habe ich mir gedacht. Tja. Warum auch nicht, ja? Ja. Man kann nicht alles haben, Re-Life und kann WoW. Nicht alles haben. Und ich meine, so ein Schlachtrhinoceros, das muss man ja erstmal beherrschen können. Na gut, ich war ja so ein krasser Chimäre. Ach so, so. Oder wie krass. Die hießen, ich weiß es nicht mehr. Oh. Egal, war toll. Also so einen Pass versuche ich noch klarzumachen für Gjöjö. Würfel mal fälschen, bitte. Ja, nicht fälschen, ich möchte nicht fälschen. Oder soll ich ihn fälschen? Ich naja, du kannst ihn jetzt nicht mehr erwerben. Die Beta ist ja vorbei. Okay. Irgendwelche Zuschläge. Ansonsten ist es SR6. VR-Bonus. Oh! Willst du es aber schon VR machen? Oho, 4 Erfolge, mein Bester. Das ist ja eine Datei. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also, das BB. Ding ist perfekt, sage ich mal. Das wird wirklich niemand erkennen, weil es tatsächlich perfekt ist. Zum Glück musstest du nicht irgendeine Karte dazu machen, sondern einfach nur eine scheiß Datei, die du in Jojos Spiele-Dings-Ordner damit passend einpflegst und die Sprites sind dir ja gewogen. Sie helfen dir so ein bisschen nebenbei, die mal helfen wollen. Sogar Urbs, der sich wieder inzwischen eingenistet hat und etwas reumütig, ne, der hilft dann. Und gibt ihm dem quasi die passende Würze. Verstehst du den? Mit Koriander.
Ja, natürlich. Was passiert schön in meinem Spieleordner? Du hast jetzt einen Pre-Starter Beta Early Access VIP-Ausweis, was nicht VIP ist, aber so ähnlich. Okay. Du zeichnest dich, also du hast jetzt eine Auszeichnung für Total Nerd Awesomeness. Du hast dir das Spiel eher gekauft, hast es schon eher angetestet, hast deswegen ein paar Skins mehr und ein bisschen Stuff, den keiner braucht, aber den man durchaus hat. Dann muss ich das mit dir aber vorher nochmal ein Stündchen spielen, damit ich auch weiß, was ich da tue. Wir spielen das während der Fahrt Autopilot an und Grid Guide, also meine ich, und wir beide zocken jetzt AR. Ich zeig dir noch die Wall Bounces, wie sie richtig funktionieren. Und versuch dir so gut wie es geht, alles beizubringen, was mir geläufig ist. Willst du AR oder VR spielen? Jojo spielt nicht VR. Okay. Echt nicht? Du hast die eigentlich auch noch nie VR gehen sehen. Ja, du fällst jedes Mal um, wenn du VR gehst. Ja, aber sie ist noch nie VR gegangen eigentlich. Das ist willentlich, ja. Warst du nicht sogar auf Billys Party VR? Das war das einzige Mal. Also siehst du, habe ich dich doch schon auf VR gesehen. Ja, stimmt, aber das war das einzige Mal. Moment, auf wessen Party? Auf Billys Party. Nee, da war sie auch nicht VR. Stimmt, da war ich auch AR reinprojiziert quasi. Nicht mal da. Voll Noobie! Auf jeden Fall, Alter. Also ich meine, weißt du, die Warbounces üben, das ist so eine Sache, weil wenn man echt noch was mit seinen Händen und seinen Gedanken steuert und nicht VR dabei ist, da ist nicht viel zu retten. Aber immerhin ein bisschen was kann man ja üben. Hoffnungsloser Fall. Du spielst dann also Vanilla auf gut Deutsch. Oh. Ja. Ja gut, Vanilla kann ich dir auch Sachen zeigen, aber Vanilla ist natürlich volle Ansage, Mädel. Weißt du, das ist wie ein 5-Gänge-Menü zu kochen, aber anstatt den perfekten Induktionsherd zu benutzen, hat sie so eine 2 Kochplatten mit Elektroanschluss. Die ist im Hardcore 5-Sterne-Restaurant von Dunlop ausgezeichnet und die isst dann eine Teller einfach nur anstatt vom Essen. Das ist ein guter Vergleich. Und das Besteck, das gönnen wir ja schon. Es liegt immer so schwer im Magen. Ja, bei der liegt nichts schwer im Magen, weißt du doch. Ah, stimmt ja, da hast du recht. Ja, also gut, wir trainieren dann noch auf der Fahrt und dann setze ich sie vom Club ab. Vom Club jetzt schon? Ja, wann's halt losgeht. Du musst dich ja noch umziehen und alles. Na, du kannst mir dann noch helfen. Mit was? Schnubbi. Na, was soll ich denn helfen? Na, ich muss das perfekte Outfit für so ein Ding zusammen. Ich weiß doch nicht, Billy. Okay, guck mal hier. Das ist dasselbe Event von 2080. Guck mal, wie die Mädels da rumlaufen. Im Fan-T-Shirt. Manche mit bauchfreiem Fan-T-Shirt. Richtig. Natürlich ja, gibt es auch die ein oder andere Prinzessin Leia immer noch. Ja, aber ich bin immer noch, zwar eine leicht rebellische Seda, aber immer noch Seda. Das muss ja alles noch so ein bisschen, ne? Deswegen kriegst du jetzt noch so ein Fan-T-Shirt und da machen wir dir 2 Risse rein an den Ärmeln. Schön die Ärmel abreißen. Oder das, genau. Und dann kriegst du noch so ein Oberarmbändchen, was Neon leuchtet. Oh ja. Und dann darfst du auch flache Stiefel anziehen. Keine Absätze. Na stimmt, Jojo hatte doch auch ein etwas sportlicheres Outfit. Ja, diese Stiefel sind im Drachenschuppenmuster gehalten. Oh, geil. Saugeil. Oh Gott. Ich mach dir noch AR-Flamme dran. So leicht gülden, ne? Ist klar, weil Loch. Ja, natürlich. Und AR-Flamme machen. War der nicht silber? Nee, oder war der Gold? Nee, der war Gold, ne? War gülden? Oh Gott. Natürlich, also bitte. Loch für. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich sage jetzt, der war gülden und fertig. Nee, ich glaube, im Buch ist er silbern tatsächlich. Also Platin. Billy, ich möchte mich häuten. Das hast du schon mal getan. Kannst du dich erinnern? Ich möchte mich doch nicht mehr häuten. Das denke ich nämlich auch. Ich möchte nicht wieder bei Angie in der Gegend vorbei. Uah. So, aber wenigstens muss ich goldene Absätze Schuppen tragen. Goldene Schuppen. Da fiel es ihr wie Schuppen aus den Haaren. Richtig. Ja, ach, wunderschön. Was denn? Jetzt stell dich mal jetzt so an. Jetzt benimm dich mal. Oh, ich kann mir das Fan-T-Shirt unter die Bluse ziehen. Das ist super. Wieso unter die Bluse? Viel zu warm. Echt? Ja.
Okay. Ja, so ein Gaming-Schuh. Es sind viele Menschen, das ist gut geheizt, da wird es ein bisschen stickig. Das ist jetzt nicht der teuerste, was weiß ich, Konferenzraum, sondern sie haben sich einen Club dafür geholt. Da ist schon stickig. Billy, du musst mich noch mit Nerdwissen füttern über dieses Spiel. Ich bin ja online mit dir. Was willst denn du? Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann gebe ich dir die Info. Brüh mal Na, ich weiter. muss das, was wollen denn Nerds immer wissen? Ich muss das wissen, was Nerds, worüber Nerds immer reden. Was ist denn dein bester Highscore bis jetzt? Na, das, Was, was warte, wir ich, jetzt nicht oh. sagen. Ich sag. Billy spielt ihr noch einen schönen Highscore auf ihren Account? Sehr gut. Richtig krass gut oder so? Nee, bitte so, dass es AR. realistisch bleibt. AR krass gut. Das, Sie ja, spielt ich ja verstehe. Vanilla. Das ist auch dein Hauptargument. Du sagst, VR ist viel zu artificial, du spielst lieber VR ist viel zu artificial, du spielst lieber AR. Und deswegen bist du Vanilla-Style. Da gibt es auch eine gewisse Liga nochmal nur für AR-Guys und Girls. Ja. Und dein Highscore ist da von 5 Millionen. Mach's auch nicht zu viel, ne? Da Also bist ich du bin. auf Platz 50.000. Okay. Und wenn er dich zum Kampf herausfordert, dann spiele ich für dich. Alles klar. Das machen wir. Und ansonsten Nerdwissen, Alter, das ist so easy. Ah, perfekt. Im Zweifel sind wir einfach über das DNI verbunden und Sag wenn ich mich doch. irgendwer blöde anlabert von der Seite, dann flüsterst du mir die passenden Antworten in den Kopf. Ich bin deine Souffleuse. Ja, du bist doch Deine Technomancer, du Souffleuse. kannst doch meine Gedanken steuern. Richtig. Ich bin jetzt Puppeteer. Aber ihr habt ja auch noch die Zeit, was weiß ich, euch ein paar Streams anzugucken von nicht professionellen Leuten oder was weiß ich, die da halt oder in Foren ein bisschen was zu gucken. Es ist ja wirklich nicht so schwer. Also erstens schon mal, ja, klar habe ich jetzt verloren, aber meinen Lieblingscharakter haben sie ja auch kaputt gepatcht. Ist schon mal so, das musste, mehr musst du ja auch nicht machen. Es ist einfach immer Nee, alles scheiße außer dir. der neue Mod, den sie haben, der ist total imba momentan. Und Auch das. du spielst ja lieber Terran, aber Terran ist halt nicht so krass wie Zerg und Ja, ne? genau Und so. Zerg-Mutalisken-Rush ist ja einfach so gay. Mit dem könntest du auch gewinnen, aber du bist halt nicht so eine Weichmuschi. Ja, da muss ja gar keinen richtigen Actions per Minute haben, ne? Vielleicht halte ich mich auch einfach ein bisschen näher an der Wahrheit und stelle mich nicht als den übelsten Nerd dar. Oder so. Ich glaube, das ist echt klüger. Ich wusste nur nicht, wohin ich sonst soll. Ich wollte Ja. unbedingt weg von meiner komischen Rottenmeier. Genau, such mal ein bisschen nach Empathie, Ach damit genau, ihr was? beide einen Berührungspunkt habt. Ach, das geht schon. Das ist Immerhin viel haben meine wichtiger. Eltern mich Berührungspunkte. weggeschickt. Naja, was ist denn mit dir heute Abend? Ha, Ich? heute. Naja, weshalb habe ich es denn geschafft, da rauszukommen? Weil ich mal wieder mit dem Kaban am Ficken bin. Ja, stimmt, Also. wir hatten euch ja ein Verhältnis angedichtet. Genau. Zu dem Unlike von Kaban. Ich stelle mir Ja, gerade und. vor, wie Dellinger zu Hause sitzt und plötzlich aufschreckt, etwas Furchtbares ist gerade passiert. Ja, ich glaube, das ist ziemlich gut. Weil, ach ja, genau, das ist der Grund, weshalb ich auch zwischendurch mal weg kann, weil ich ja weiß, dass ihr ein Verhältnis habt und ihr dürft keins haben. Muah. Deswegen dürfen wir auch nicht drüber reden, sind ganz froh, wenn du uns mal Luft gibst. Ne? Na, sagen wir mal, eine Hand wäscht die andere. Du wäschst meine Hände gar nicht, nachdem ich da an dem dran war, an dem Kerl. Nee, das ist richtig. Die werden die Finger abgeleckt, sag ich. Gut, auf geht's. Hopp, jetzt stell dich an, zieh dich an. Mach Ja, dir die ja, Haare noch ja, ein ja. bisschen wild, mach dir mal den Pferdeschwanz auf. Naja, Jojo macht den Pferdeschwanz auf und Schüttelt ihr Haar, schüttelt ihr Roddy. langes, blondes Haar. Blond? Ja, stimmt. Doch. Ja, ich erinnere mich. Ja. Und macht die Haare dann so zusammen, wie sie sie auch hinterher wieder zusammen hatte. Also irgendwie, ne? Mit einer vorwitzigen Strähne. Natürlich. Ich denke, das war in eurem Sinne. Ja. Ja. Willst du direkt von Anfang an dabei sein oder willst du ein bisschen später kommen?
ein bisschen später kommen, man muss nicht immer sofort da sein. Keine Verspätung ist schick. Okay, Na, das, oder ist da ein festgelegtes Programm? Huch, Entschuldigung. ist kein festgelegtes Programm. Ne. Ja, siehst du. Irgendwann Einlass und dann ist irgendwann Ausfluss, also passt schon. Gut. Ja, du kommst dann an, das Ding ist nicht brechend voll, aber es ist schon ganz gut gefüllt, sind bestimmt 200 Leute da. Auf ein paar Floors verteilt, weil ist ja ein Club. Du siehst die paar Typen, die herausstechen durch kleine lustige Sterne, die über ihnen blinken, die naja, so bekannt sind in der GEMA-Szene, dass man sich vielleicht mit ihnen unterhalten wollte oder ein Selfie mit ihnen machen will. Oh, nein, kein Selfie von mir. Schade. Ja, das ist klug, wirklich. Das normale Personal, was da halt rumstiefelt und Leute, die sich einfach unterhalten in Paar zocken, aber das ist echt die Minderheit. Und ansonsten entweder socially awkward conversation von wegen, und was machst du hier? Oder aber halt intensive Gespräche über das Game und über die Meisterschaft und über das den neuesten Patch, der selbstverständlich total scheiße wird. Klar. Klar, der wird immer scheiße. Natürlich. Never play on Patch Day. Richtig. Du findest dann auch per AR findest du sowieso, wenn du willst, nach ein bisschen rumgucken den Typen, der sich gerade sehr zurückhaltend, soweit du das sehen kannst, in irgendeiner Lümmelecke mit zwei Typen unterhält, die aber schon erklecklich gealtert sind. Also die sind schon Ende 30. Okay. Nein, es sind nicht die typischen Vollnerds wie bei South Park, sondern es sind halt normale Menschen. Weißt du? Die haben halt auch echt gern Computerspielen. Sowas gibt's nicht. Nee. Das gibt's nur nicht bei Rollenspielern. Normale sowas Computerspieler gibt's, nicht. Gibt's. In meiner Welt gibt's das. Das ist ja deine Welt auch. Richtig. Also das sind richtig, richtig ranzige, fette Typen, deren Gestank dir eigentlich schon darunter entgegenschlägt und sich durchaus in Kombination mit Dunkelzahn messen kann. Also die beiden, oh Mann, danke, sind die widerlich. Danke, das wollte ich hören. Ey, das sind, die stehen bestimmt auch vor Kindergärten und glotzen da blöd rein. Das sind echt so Typen, da willst du ja nicht hin. Mach mal Willenskraft. Und die schubsen kleine Mädchen vom Fahrrad und riechen am Sattel. Genau. Das. Oh, schön. Außerdem heißen die beide Manfred und haben so eine richtig schöne Rotzbremse, wo sich auch echt Schleim drin gesammelt hat. Der muss doch von vorgestern sein. Und ist eigentlich wieder Horst dabei? Der Austauschstudent? Wo war Horst nochmal? Echt? Gab's den bei uns? Ja, doch, hatten wir ganz kurz mal. Diesmal gibt's keinen Horst. Solange er nicht will, dass ich meinen kleinen Finger küsse. Seine. Nicht nur den kleinen Kabans Finger. Kabans kleinen Finger solltest du. Stimmt. Ich finde das immer noch eine sehr solide Sache, also könnte man schon mal durchaus. Also, du kannst jetzt leider nicht zu ihm, weil echt die Typen, das geht nicht. Darum geht's ja auch nicht. Sie muss erstmal nur vorbeilaufen, dann wird sie vielleicht registriert. Und hast du gar vielleicht auch nicht. Ich hab gedacht, du hast eine Probe gewürfelt. Nee. Nee, darum geht's nicht. Sie, ne? John. Er ist im Gespräch genug, er wird dich gar nicht bemerken. Okay, das ist nicht weiter schlimm. Mit zwei normalen Menschen. Ja, das ist nicht weiter schlimm. Dann wird sie gucken, dass sie irgendwo hin, entweder auch mit irgendwem zu labern oder sich erstmal was zu trinken zu holen oder irgendwas anderes. Und also Beschäftigung gibt's hier genug. Und Jutti, würfel bitte erstmal deinen Gaming-Skill plus Charisma. Jutti. Ah, heute ist wieder ein Erfolgtag. Und dann würfelst du nochmal Gebräuche. Heute ist wieder ein Erfolgtag. Verdammt, ich fall zu sehr auf hier. Das geht nicht. Edgemeister. Jutti. Er zieht's dir heute echt aus der Tasche. Ich kann nichts dafür, dass die mit 7 Würfeln nur einen Erfolg hat. Das zweimal. Stimmt. Okay, ich möchte mal eins. Ich würfel meine Edge-Würfel nach, Meister. Ja, ja, mach das mal. Ich will noch eins vorweg ansagen. Sobald er sie erblickt, möchte ich über die 4 Erfolge. 5 Erfolge insgesamt, Meister. Ja. Ja, du spielst das Spiel ja schon seitdem du 14 bist, eigentlich täglich. Du kennst sie schon aus. Du bist nicht gut, aber du spielst es immerhin täglich. Wenigstens ein paar Minuten.
Du möchtest, sobald, ja, das? Sobald er sie erblickt, möchte ich von Dirty Dancing in I Had the Time of My Life spielen lassen auf der Public-Anlage. Alter. And I had the time of my life. Ich möchte bitte, dass du das weiter singst, du. nein, ich nicht. Ich kann den Text leider nicht und ich bin so krank. Ich hätte es echt gemacht, aber... Ernsthaft, das du hättest jetzt... Das ist so schade. Ich hätte... Du wolltest, dass es gespielt wird? Ich hätte das jetzt vorgesungen. Du hättest mir das vorgesungen. Ich gebe dir den Link zu den Lyrics. Leider bin ich so krank. Das ist Dirty echt... Dancing. Also, And I never felt this way before. War nicht das nächste... And I swear... It's the anderes. Truth. Ah, doch, okay. I love it all to you. Okay, also, wenig später verabschieden sich die beiden, denn die beiden wollen jetzt zocken und der Typ sitzt jetzt irgendwie ein bisschen verloren alleine darum. Erblickt Jojo, die gerade sich noch was zu trinken geholt hat und aus den Lautsprechern schallert ein dir unbekanntes, ganz furchtbares Poplied, aber nur so ein paar Sekunden, dann kriegt sich das System wieder ein. Ich weiß echt nicht, was das sollte, aber das hat Magic. Das war auf jeden Fall jetzt ein Magic-Moment, Alter. Du siehst Herzen aus seinen Augen fallen. Nein. Er guckt übrigens jetzt verwundert, man möchte gar sagen, blöde. Und winkt dir. Dann geht sie zu ihm rüber, wenn er winkt. Was ist denn du hier? Dir könnte ich dieselbe Frage stellen. Spaß haben. Dito! Sieht nicht so aus, ist aber echt du. Darf man bei Seda Spaß haben? Also offiziell macht alles Spaß, was man tut. Zum Beispiel zu einer riesigen Neonet-Promoting-Aktion zu rennen. Offiziell bin ich ja auch hier, aber nur um mir ein schlechtes Beispiel geben zu lassen. Ah ja, okay. Ja. Und um dich besser einzuleben quasi, um dann nochmal zu merken, wie schlecht das hier ist, hast du dir sogar extra ein Fanshirt gekauft. Na, das ist einfach alles nur, weißt du, ich meine, man muss einmal ganz am Boden gewesen sein, damit man, oh Gott. Entschuldigung. Wirkt jetzt nicht überzeugend. Wenn ich dich jetzt beim Onkel Großdrachen anzeige, dann kannst du dich aber nicht gut rausreden, oder? Ich gehe einfach mal davon aus, dass du das nicht tust. Achso, na, ich habe jetzt deine Privatnummer nicht, sonst hätte ich das schon längst getan, ist klar. Ah, hab ich ja Glück gehabt. Guckt etwas irritiert. Hey, das ist echt so. Sieht schon ein bisschen so aus, als würdest du dir gerade. Hättest du einen leichten Bremsstreifen jetzt in der Buchs. Echt so krass, oder was? Naja. Kannst du dich mal bitte hinsetzen? Ich unterhalte mich nicht mit Leuten, die rumstehen. Das stört meinen. Das stört deinen Flow? Genau den. Okay. Mein Swag. Dein Feng Shui. Nein, hauptsächlich mein Swag. Okay. Ernsthaft, Swag. Honestly, dude. Fuck yeah. Ich darf alles. Alles klar. Jojo setzt sich. Du siehst, dass ganze drei Alkopops gröhlend seine Kehle hinuntergelaufen sein müssen. Das sind bestimmt schon 1,5% Alkohol. Junge, der hat gedankt. Jojo denkt gerade, der Junge hat noch nie richtig Spaß gehabt in seinem Leben, der arme Kerl. So, was hat er zuletzt gefragt? Ob das wirklich so krass ist bei dir? Weil du so einen Bremsstreifen in der Hose hast. Naja, sagen wir mal, es ist, du weißt doch vielleicht, wie Eltern manchmal sein können, oder? Ja. Siehst du. Kompliziert. So, ich hätte was an. Okay, ja. Und anstrengend.
und nervtötend. Bevormundend. Bevormundend und arrogant. Arrogante kleine Wichser. Sind wir schon fertig? Ich dachte, jetzt kommt noch heuchlerisch und so. Wir waren echt schon dabei. Okay, schon. Ja. Vielleicht fallen mir dann im Laufe des Abends noch ein paar Attribute ein. Ich muss so lange habe ich bestimmt nicht Zeit, dass ich jetzt warten kann, bis dir im Laufe des Abends noch irgendwas einfällt. Da musst du jetzt schon mal zu Potte kommen, bitte. Dann muss ich jetzt mal zu Potte kommen, bitte. Ja, oder wir müssen das abschließen. Ich habe doch gesagt, Ordnung, Sauberkeit, Disziplin, bitte immer eins nach dem anderen. Ich kann mich dann nicht konzentrieren, wenn das noch in meinem Kopf rumschwebt, dass dir vielleicht noch ein paar Begriffe für Ältere einfallen. Oder du bist so. Nicht wirklich multitaskingfähig. Wie kriegst du das bei dem Spiel überhaupt hin? Moment. Dem Spiel muss ja nicht multitaskingfähig sein. Oh, da hab ich ihn in der Ehre gekränkt. Nee, also ich meine, so, ich bin jetzt nicht der übelste Lord. Ich meine, du siehst ja hier. Also ich bin ein bisschen besser als du, aber jetzt auch nicht total krass. Aber ich meine, so multitaskingfähig, du hast ja eigentlich immer deine Bros und die halten ihren Rücken frei und die flanken und du schnetzest halt, was vor dir ist. Ja. Und außerdem muss ich nicht so multitaskingfähig sein, weil ich nicht Vanilla spiele. Das mit der Arroganz hast du dir aber schon gut abgeguckt. Ja, ich spiele doch kein Spiel, um dann zu sagen, ja, das ist schon ziemlich geil, aber ich spiele mal lieber nur auf dem halben Spaßlevel. So viel Spaß auf einmal vertrage ich nicht. Das tut mir nicht gut. Da muss ich dann anfangen, am Ende noch zu mich freuen oder so. Das geht nicht. Das mache ich ja nicht deswegen. Dann müsstest du ja wieder in den Keller gehen. Das würde ja auf Dauer nicht gut gehen. Ich wollte nur sagen, über DNA kommt an Jojo. Sag ihm einfach, dass Vanilla True Form ist und nicht dieses VR-Wannabeing. Das würde ja auch nicht so richtig stimmen. Wieso? Die eigentliche True-Form des Games war das damals stimmt. AR. Original ist AR. Das stimmt. Das kann ja, Back to the Roots und so, meine Güte. Ja, Back to the Roots, das ist aber echt immer so ein sinnloses Argument, dieses, weiß ich nicht, dieses nostalgische Gedöns, früher war in der Armee mehr Disziplin, früher sind wir wenigstens noch an der Pest gestorben, das waren noch Zeiten, da konnte man auf die Straße kacken, was, das ist doch echt, das ist kein Argument. Naja, das ist insofern ein Argument, als dass ich es irgendwann mal, weiß der Geier warum, so kennengelernt habe und deshalb irgendwie dabei geblieben bin. Ich meine, ist also nicht sehr adaptionsfähig. Ich bin sogar sehr adaptionsfähig, aber wenn ich mal irgendwie was ausprobiert habe und denke, nö, das finde ich jetzt so geiler, dann mache ich es halt so weiter. Okay. Dann lernt man jetzt auch nicht so viel Neues kennen, meinst du? Doch. Du bist halt nicht Mainstream. Aber nur, weil so viele Leute Bock haben, VR zu zocken, muss ich das doch nicht wollen. Und ja, jetzt heißt es hier, aber das ist doch egal. Warte mal, Entschuldigung, ich habe gerade das Hipsterhorn gehört. Ah ja, das muss dir gegolten haben, Entschuldigung. Das waren Fanfaren. Ah, ich fand ja Epic Gunstars immer schon cool, bevor es VR war. Ja. Nee, ich glaube, das gab's schon VR, als ich damit angefangen habe. Ich mein, richtiger Hipster. Das nee. War, okay, niemand will nee. Ein richtiger Hipster sein. Das verstehe ich, das ehrt dich auch. Da immerhin. Level up. Yay. Pilz für mich. Quasi, aber sehe dich jetzt nicht größer werden, ist aber auch nicht schlimm. Sag mal. Ja, bitte. Ziehst du jetzt irgendwie mit deinen Alten in die Nähe da hoch oder was? Und bist du dich heute jetzt hier in der Stadt verlustieren oder wie sieht das aus? Nee, ich bin eigentlich quasi nur in Urlaub da. Lach dich ganz herzlich aus und zwar richtig, richtig auch ehrlich. Nicht irgendwie so nur, ja. Weil er sich über dich lustig macht, sondern er findet es auch wirklich witzig. Ja, so habe ich auch geguckt. Das ist aber ein schöner Urlaub. Das nächste Mal vielleicht auch, weiß ich nicht, ich glaube, es gibt bestimmt irgendwo eine Bleistiftsammlung oder so, die man sich angucken kann. Das, ja, oder diese tollen Schwarz-Weiß-Fotos im Theater, die mir da dieser Typ irgendwie noch anlabern wollte. Ja, ich habe erst gestern wieder eine Hausaufgabe dazu erledigen dürfen. Das war sehr erquicklich, wirklich, kann ich sagen. Echt, also
5 Seiten über die Fotos, hat mir richtig Spaß gemacht. Musste ich im Keller schreiben direkt, weil konnte ich nicht verhindern, dass da irgendwas rausplatzt vor Freude. 5 Seiten über die Fotos. Yep. Was 5 Seiten über die Fotos? Da. Die verschiedenen Stilmittel, dann die Art der Anordnung, die Auswahl, dann warum schwarz-weiß, wobei das Thema haben wir schon mal in einem anderen Aufsatz behandelt, dann quasi wann der Kopf in der Mitte vom Bild ist und warum und wann bloß und da ich da war. Einiges also, ich würde dich jetzt fast auslachen. Musste nicht, es gibt ja zum Glück selbst über den Scheiß schon was in der Matrix und kann man ja alles umformulieren. Yay. Alter Verwalter. Nee, ja, ich bin quasi in Urlaub da. Also, ich mitleide mich auch sehr dafür. Und denn, wo da? Bitte? Und wo da? Wie heißen diese Pavillons denn? Sie sagt das irgendwie. Nee, das ist Bungalow Seeblick 5. Na, diese komischen Bungalows da hinten am See halt. Ach, auf der anderen Seite. Ja, genau. Da bist du, hast du dich ja echt mal im Urlaub ganz schön weit weggetraut vom Heim. Alleine, tja. Alleine, darfst du das überhaupt? Obwohl, du bist ja bestimmt schon 18, 19 oder sowas, ne? Nee. Aber, Dann hast du echt Frühfalten bekommen. Und nein, Düst, dein Make-up ist perfekt. Es ist nur die, und diese Radiergummi-Werf-Flirt-Sache, weißt du? Was? Ich hab gar nicht zugehört. Okay, gut, ich dachte, du willst mich gleich schlagen. Ich wollte, nee, Quatsch. Ich hau dir die Kasse nach hinten, nee. Geil. Nochmal über Billys Make-up herfällst, Kollege. Ich liebe diese Stimme des. Ich weiß, die ist auch mein Schatzi hier neben mir, die wird schon ganz rollig, gell. Das war mein Dach für heute, der Düskan leider nicht mehr. Tschüss. Tschüss. Nee, das ist der Stress von dem aufregenden Leben da. Also. Ja. Außerdem sitzt hier die ganze Zeit ein Drache im Rücken, ey. Du solltest wissen, wovon ich spreche. Immerhin scheinst du da zu wohnen. Also wenn dein Leben so aufregend ist, dass du in Urlaub hierher kommst, dann bin ich immer noch besser weggekommen als du. Na, sagen wir mal, mein Leben ist so aufregend, dass ich im Urlaub hier rüber komme, damit ich ein bisschen runterkomme. Hast du Scheiße gebaut? Nicht direkt. Hast du Papas Briefmarkensammlung durcheinander gebracht? Sei ehrlich. Nicht die von Papa. Oh. Tut mir leid, aber mit so, das geht gar nicht. Mit so delinquenten Personen, da darf ich mich gar nicht abgeben. Da werde ich kriminell und nehme Drogen und erschieß Leute oder hack denen die Arme ab oder sowas. Das geht nicht. Ganz schlechter Einfluss. Ja, das stimmt. Deswegen bist du hier bei Leuten, die sich die Zeit damit vertreiben, anderen Leuten den Kopf abzuschießen. VR, damit das Feeling auch richtig true ist. Ja, lass mal eine Runde zocken jetzt. Ja. Strike. Er geht dann mit dir zocken und der wird sich natürlich leider eisekalt zerrumsen, weil Moment. Ich VR-Spiel. Naja, wenn du für sie spielst, müsstest du ja trotzdem mal R für sie spielen. Das wird ja vom Spiel registriert, ob du V oder AR spielst. Ne? Das heißt, du kannst nur einen gewissen Grad rausholen. Du darfst es gern würfeln, aber da er halt viel schneller ist, wird es schwierig. Das brauchen wir nicht auswürfeln, lass es. Okay. Also du stellst dich durch Billy natürlich deutlich besser an, als du es tätest. Aber ja. Er ist halt einfach VR. Das ist halt echt unfair. Ja. Kannst ja nichts machen. Aber wenigstens kriegst du einen krassen AR-Wall-Bounce hin. Hat er Trolls auf oder was? Richtig. Bitte? Macht er das mit Trolls? Hat er Trolls auf oder? Trolls. Ich überlege, ja, ich hab das vernommen. Okay, gut. Oder hat er ein Implantat? Das frage ich mich nämlich auch. Na, der kann schon mal kein implantiertes Kommen haben. Er hat Elektroden, ja. Okay, wenn er irgendwann fertig ist, oder wenn die irgendwann fertig sind mit Spielen. Gut, also behalten wir fest, du sabberst, wenn du VR gehst. Ich sabbere nicht, wenn ich VR gehe. Du sabberst, wenn du VR gehst. Ach komm, weißt du, wir spielen jetzt
Noch eine Runde und dann wirst du sehen, dass ich nicht sabbere. Er lädt dich zu noch einem Spiel ein. Billy! Ja, Chef. Ja, Chef. Du bist ja ganz entspannt mit ihr in der Konferenz, aber dann... Die Pause war echt schäbig. Tritt diese monströse Gestalt, die jetzt nur du sehen kannst, quasi in dein Sichtfeld, dieses halb Mensch, halb Tier-Ding Gnu? Afrikanischer Herkunft. Nein. Gnu. Oh ja. Ich hab eben noch schon dran gedacht, Alter. Oh ja. Yeah. Stapft auf dich zu, besieht dich kurz und gibt dann so ein kurzes hinterher winkendes Handzeichen und entschwindet dann. Sie winken mir hinterher, also ich soll folgen. Du sollst, genau, sowas, danke. Jojo, ich muss weg. Hä, was, wie, wo? Ich kann es dir nicht erklären, ich muss weg. Dann sorg wenigstens dafür, dass mein Comlink abschmiert. Dein Comlink schmiert ab. Piu. Jutti. Der Sprite. Geht dann mit dir durch die Matrix, das ist natürlich unheimlich weit und trotzdem bist du sofort da. Und ihr steht dann letztlich vor einem Vulkan, der nicht Lava spuckt, sondern eine andere träge, zähflüssige Masse, die nicht heiß ist, sondern turbokalt. Galeert. Es ist galeert. Es ist gelblich schimmernder Galeert, der irgendwie, wenn er Dinge berührt, das sind unten ein paar Bäumchen noch bei dem Vulkan, die werden sofort schockgefrostet und zerbrechen dann. Und er deutet quasi in das Innere dieses wirklich beschaulichen kleinen Stücks Matrix-Geschichte und meint, ich brauche den Kristall 1. Den Kristall 1? Er sagt erst den Kristall, dann hebt er nochmal so den Zeigefinger und meint 1, so wie der erste Wunsch, du weißt schon. Ja, ich verstehe. Das muss ich tun, weil du das nicht kannst. Genau. Okay, dann werde ich mich jetzt auf den Weg machen, denke ich. Das hört sich nach einem umgehenden Sache an. Richtig, sofort. Ja, okay, Chef. Er lässt sich dann quasi auf allen vier Beinen nieder. Und ich mache mich auf den Weg. Der Vulkan ist, also das Gestein, was ihn umgibt, ist wirklich sehr dick. Moment, darf ich noch ganz kurz, bevor du das erklärst. Billy zieht ihren Lederhut und ihre Peitsche aus der Tasche in VR und sagt... Awesome. Dö, 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 dö. Awesome. Gut. Du springst über die Kobra, die da aus irgendeinem Grund am Boden ist. Nein, weil... keine Schlangen. Natürlich Schlangen. Ja, aber du bist Indiana... Weiblicher Name von Indiana, egal. Pocahontas. Du bist Jonah, weißt du? Da muss es auch eine scheiß Schlange geben. Auf jeden Fall, das Ding ist gut befestigt, sag ich mal. Wirkt auch durchaus so, als hätten Technomancer sich beteiligt an der Programmierung dieses Knotens. Und ich muss da alleine rein? Was ist denn mit meinem Team? Egal, mach weiter. Du kannst sie immer fragen. Das nee, ist okay. Wichtig. Ich mach das jetzt. Jutti. Du stapfst erstmal auf den Vulkan zu. Ja. Und es gibt ja jetzt mehrere Möglichkeiten. Oben rein, wo die Scheiße rausfliegst, oder noch einen anderen Eingang suchen oder irgendwas anderes noch tun. Was ist dein Vorhaben? Weg von dem Galeert auf jeden Fall. Das heißt Eingang suchen. Es gibt doch immer noch zum... Mach mal bitte Matrix-Wahrnehmung. Plus 4 wegen Technomancer und VR. Also 12er. Richtig. Och, das sind nur 2. Alle nicht der Folge nachgewürfelt, Edge gesetzt. Nee, ich weiß nicht, sind 2 Erfolge genug? Nein. Oh. Dann nochmal 4 hinterher. Also... Das sind dann genug, denke ich. Du suchst am Fuße dieses monströsen Dings nach einem weiteren Eingang. Du hast einmal, denkst du, einen entdeckt zu haben, allerdings wird der Stein dann eher schlammig, blubbert nochmal kurz auf, ein übelriechendes Gas entweicht und der Eingang wird dann quasi zugemoddert und verfestigt sich wieder. Allerdings hast du beim nächsten Mal mehr Glück, zwar
versucht sich der Eingang wieder zu schließen, aber du hast genug Zeit, etwas dagegen zu tun und dann hindurchzuschlüpfen. Irgendwas Indiana Jones-mäßiges, du findest bestimmt einen Balken, den du reinstellen kannst. Nix, da ist so ein Haken in der Decke und den Haken, da mache ich die Peitsche dran und dann schwinge ich mich über den Absatz hinweg. Sehr gut. Du befindest dich im Inneren. Du hörst Knacken und Kratzen aus verschiedenen Richtungen. Der Gang ist etwas lang und teilt sich vor dir. In drei Richtungen sogar. Und dieses Knacken und Kratzen klingt schon relativ unangenehm. Und wie unangenehm? Unnatürlich. Als würde sich was über den Steinboden bewegen? Als würde sich was bewegen, als würde Stein brechen, als und noch Geräusche, die man gar nicht einordnen kann. Okay. Ich bereite mich darauf vor, ein Untier angreifen zu müssen. Und beschwöre mir meinen Paladin Sprite ab vom Outer Space mit seiner Armbrust. Den hätte ich gern gewürfelt. Stufe? Ich weiß, 8. Stufe 4. Der war Stufe 4. 2 Erfolge. Mann. Meinen Zug. Den Zug kannst du dir kaufen. Ich hatte nur Erfolge. Kaufe ich mir. Oh, ein Zug gekauft. Dein Paladin from Outer Space erscheint und begibt sich in eine schützende Position hinter dich. Hinter mich? Naja, sagen wir es mal so. Er ist schnell genug, um auch vor dich zu springen, wenn es nötig wird, aber okay. Du willst ja was sehen und rumlatschen. Jutti. Dann bewegen wir uns jetzt schleichenderweise. Links, rechts oder geradeaus? Der rechte ist der rechte. Der rechte ist der rechte. Das klingt vernünftig. Okay. Du gehst diesen Gang eine ganze Weile lang, biegt noch, also zweigt sich noch mehrmals ab. Ich nehme an, immer schön rechts bleiben. Ja, dann bin ich aber irgendwann wieder auf dem Weg, wo ich vorher war, wenn ich dreimal rechts abbiege. Nee, die Gänge bewegen sich auch nach, also gehen auch mal bergauf und bergab, sodass du das Gefühl hast, dass du nicht irgendwie im Kreis latschen würdest. Gut. Außerdem ist es in der Matrix, da gelten so komische Gesetze wie Physik sowieso nur so mittelmäßig viel. Je nachdem, wie krass der Host war, der ist. Das ist richtig. Egal. Richtig. Also ich folge dem Weg. Halte mich rechts. Warte. Genau. Du erreichst dann irgendwann. Manchmal musst du auch noch ein Stück zurückgehen, also umkehren und den zweiten von rechts nehmen, weil einfach sich der Tunnel wächst an manchen Stellen einfach zu. Oh Gott. Das wirkt nicht, als wäre das speziell gemacht, um dich aufzuhalten, sondern als würde sich dieses Teil halt einfach ab und zu verändern. Es morpht sich, okay? Es morpht, genau. Es morpht stumm vor sich hin. Ja, ich versuche diesem Geräusch quasi näher zu kommen. Du kommst dann in irgendwann, scheint, das wäre so 1000 Jahre unterwegs gewesen, in den Eingang einer gewaltigen unterirdischen Grotte. Wo nicht dieses Zeug rausfließt, das scheint schon über dir zu sein, du musst also irgendwo im Erdinneren sein. Diese Grotte hat Mini-Sonnensysteme in sich schließend. Das heißt, du hast einfach da Sterne und irgendwelche Trabanten, die da rumsäuseln, die einfach auch für Licht sorgen, die das Ganze angenehm warm und prickelnd auf der Haut machen. Du hast leichte, Asteroidennebel sind es nicht. Na doch, sind Asteroidennebel quasi, bloß dass die Steine, die dann halt Asteroiden darstellen, so weiß ich nicht, daumengroß sind. Die sind auch alle eher an der Decke dieser Grotte, das heißt, du wirst da mit denen ja auch nicht in Berührung kommen, wenn du nicht sagst, ich fliege eine Runde. Erstmal nicht, ne. In dieser Grotte sind schabenartige Wesen mit menschlichen Köpfen, die allerdings eher aussehen wie Puppenköpfe und an der einen oder anderen Stelle schon angeknackst sind und meistens ziemlich übertrieben angemalt, also richtig rote Backen und sowas, ne, so Keramikpuppenköpfe. Stilisiert. Stilisiert wie Sau. Aus den Stellen, wo halt schon das angeknackst ist, läuft auch so, Schleim raus und wenn der auf den Boden trifft, dann ätzt es ein wenig vor sich hin.
diese Viecher fangen an, also fangen nicht an, sondern sind dabei, mit ihren großen Werkzeugen irgendwas aus dem Stein rauszubrechen. Was aussieht wie, naja, so Spinnenseide-Krams. Und ganz am Ende der Wand, von dir aus gesehen, ist ein Thron errichtet aus eben jener Spinnenseide. Und ein Wurm, ja, sagen wir mal, so eine Art Wurm hängt da drin. Er ist unheimlich schlabberig und schlaff. Er hat 16 Arme insgesamt. Diese 16 Arme sind jetzt aber nicht irgendwie ultra monströs, furchteinflößend und riesig, sondern die sind echt erbärmlich klein und schwächlich. Eher Striche. Das Vieh wirkt auch jetzt nicht aggressiv oder bösartig. Das Einzige, was darauf hinweist, dass es vielleicht fieslich sein könnte, ist, dass es einfach so ein Haifischmaul hat, mit auch zwei Reihen Zähnen. Das sehr schön. Chillt da hinten gemütlich vor sich hin und guckt den anderen beim Arbeiten zu. Aber ich sehe jetzt nichts von Kristallen. Der Kristall, verzeih, natürlich siehst du den. Der hat ihn in der Hand. Er steht quasi zwischen seinen acht Händen. Mein lieber Sprite, wie fühlst du dich? Bedroht? Redest mit deinem Paladin-Sprite, ne? Ja. Er schüttelt mit dem Kopf. Nein, nein, hier ist nichts Böses, noch nicht. Dann tritt Billy aus dem Schatten hervor, sag ich mal, und offenbart ihre Präsenz, den Königswurm mit den lustigen Ärmchen. Ja. Und verbeugt sich vor ihm. Einen wunderschönen guten Matrix wünsche ich euch, Herr Wurm. Ich entschuldige mich, dass ich mich in eures Unterschlupf begeben habe, aber ich benötige, was ihr besitzt. Ja, das Ding beugt sich vor. Kein Problem, alles soll dir gehören. Und mit einer weit auslandenden Geste seiner rechten acht Arme tragen jetzt diese Puppenschaben dir ganz viel von diesem weißen Glibberzeug an. Das ist sehr lieb von Ihnen, aber ich denke, dass ich nicht damit zufrieden bin. Die Seide dürft ihr gerne behalten. Was? Es trachtet euch ja danach, deswegen holt ihr sie aus dem Berg. Was wünschst du noch? Mehr kannst du nicht haben. Mehr kann ich nicht haben, aber ich benötige den Stein, den ihr in der Hand haltet. Oder auf dem ihr sitzt, oder wie auch immer. Den Weltenstein begehrst du? Ein Smike gibt den Weltenstein nicht her. Das ist ein uralter Familienbesitz, Smike. Ein Smike? Mhm. Hey, Sprite, was ist denn ein Smike? Lass mich kurz nachdenken. Okay. Ein Smike, das ist eine Haifischmade. Gaunerhaftes Volk, mafiöse Strukturen in der Matrix und ja, die machen so Zeugs, also die haben ihre Ganoven rumrennen und dann horten die Reichtümer. Was bedarf es denn, Herr Smike, euch den Stein abspinstig zu machen? Was wäre denn ein angebrachter Handel nach eines Smikes Ermessen? Wer begehrt diesen Stein? Du? Du bist... Ich arbeite im Auftrag. Essen. Einer Entität. Mein Auftraggeber möchte aber gerne unerkannt bleiben. Ich handle nicht mit Leuten, die ich nicht kenne, von denen ich nicht weiß, wer sie sind. Beschreibe mir die Entität und ich werde wohlwollend über dein Anliegen nachdenken. Das tut doch aber eigentlich nichts zur Sache. Oh, ob ich doch den Stein möchte oder jemand anderes, oder nicht? Nein, 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 nein. Also nun, ich projiziere das Bild von meinem Auftraggeber. Gut, du sollst ihn haben. Alles, was ich wünsche, ist, dass du eine Partie Schach mit mir spielst. 3D-Schach? Nein, nein, nein. Smikesches Haifischschach. Und das funktioniert wie? Du kommst wieder. Du bringst
Oh Gott, da muss er auch noch überlegen. Wie viele Scheißfelder hat so ein Schachbrett in der Breite? 8, ne? 8, ja. Sehr gut. Und du bringst 15 Spielfiguren mit dir als Königin. Und sie werden spielen mit mir als König und meinen Spielfiguren. Und wird eine Figur geschlagen, so soll sie in den Schlund fallen. Ich kann keine 14 Sprites machen, Alter. Also beziehungsweise 15. Das ist richtig. Die Gewinnchancen, dass wenn ich das Vieh jetzt einfach mal hardcore Data spike, das rechne ich mir dann doch eher als gering aus, oder? Ja, er sieht halt echt weich und würmelnd aus. Das lässt sich schwer einschätzen. Da bräuchte ich nochmal eine Matrix-Wahrnehmungsprobe, bitte. Also Komponent magst du. Genau. Plus 4. 3 Erfolge. Kaputt schlagen könntest du ihn vielleicht nicht, mit einem Schlag brutal überraschen und erstmal kurzzeitig in die Knie zwingen, ist sicherlich möglich mit ein, zwei Schlägen. Das Problem sind eher seine ganzen Diener, die da halt rumjodeln. Die sind viele. Viele wie 1, 2, 3, 4, 5, 6, viele. 20. Und die sind ja auch alle mit so einem schönen Schabenpanzer versehen. Möchte ich mich eigentlich ungern mit anlegen. Nö. Da muss ich, glaube ich, nochmal drüber nachdenken. Du kannst dann die deine Spielfiguren, es muss nicht so ein ehrenwerter Paladin vom Outer Space sein. Jeder kann mitspielen, bringen sie einfach mit. Sie müssen nur in dieser Welt mit ihrem Geiste anwesend sein, um dem Schlund übergeben werden zu können. Okay. Was passiert, wenn du dich entschieden Schlund... hast, bist du willkommen. Was mit ihnen im Schlund passiert? Nun, es ist Haifischschach, was denkst du? Okay. Vor dir, also du bist ja, denke ich mal, in respektvoller Entfernung geblieben. Ah ja, klar, aber halt aus dem Schatten öffnet getreten. Sich jetzt quasi der Schlund in die Tiefe. Da unten ist nicht nur dieses Teil dieses gelblich-kalten Glibberzeugs, sondern Haifischflossen schwimmen darum rum in ausreichender Menge und es sind so ein paar leichte Ansammlungen, so ein paar Blutfäden schwimmen da noch drin rum und das ein oder andere halbe Bein oder so, was man halt so findet. Okay, ich werde über euer Angebot nachdenken und werde mich dann zu gegebener Zeit wieder hier einfinden, Herr Smike. Du bist willkommen. Hab Dank. Und ich möchte darauf hinweisen, dass ich es sehr lustig finde, dass ich im mittelalterlichen Stil spreche, wenn ich in der Matrix mich befinde. Ja, das ist schon gut. Smike lacht nochmal schallend. Gut, dann... Und zwei der Diener bringen dir doch noch ein Stück Seide. Nehme ich an. Ja, das fühlt sich ganz nett an auf der Haut. Das ist weich und fest zugleich. Halt Spinnenseide, schon ganz nett, kann man machen. Kann man was draus weben, Alter. Man könnte zumindest den Eingang, den du vorhin hattest, damit perfekt offen halten. Weißt du, den Eingang zum Berg? Ja, klar, mache ich auch damit und gehe zurück zu meinem Auftraggeber. Ja, der erhebt sich dann langsam. Das wird wohl etwas länger dauern, bis ihr euren Stein bekommt. Ich brauche Spielgefährten, um den Smike im Schach zu schlagen. Beeil dich. Wie schnell? So schnell, wie du kannst. Ich warte ungern. Schnell in meiner Welt oder schnell in unserer Welt? Ein Tag in deiner Welt bedeutet mir nichts. Für die, die ewig leben, ist ein Tag nichts. Aber ich brauche es schnell, denn ich warte nicht gern. Wie hoch sind die Chancen, dass ich den Smike erledige? Alleine? Eher gering. Und seine Rache wird furchtbar sein. Also muss ich mich auf die Schachpartie einlassen. Er nickt. Oder es nickt. Gut. Dann verabscheue ich mich jetzt hiermit. er wendet sich wieder dem Vulkan zu und verabschiedet sich nicht. Meiner Bube. Wieso? Ich hab mich schon verabschiedet. Nee, er verabschiedet sich nicht. Achso, der Drecksack. Er wedelt maximal einmal mit so einem Schwanz. Aber das ist wohl eher kein Abschiedsgruß. Okay. Dann muss ich drüber nachdenken, wo ich jetzt entsprechende Anzahl Leute herkrieg.
richtig. Oh. Bereit sind zu sterben. Ja. Oder den du es nicht sagst. Ey, Jojo, du musst doch mal vorher kommen. Ja, sicher nicht. Gut. Ich brauch dich als Bauern. Bäuerin. Verzeih. Magd. Gut, dann. Bist ja wieder am Start. Ja, nee, Jojo? Ich werde das Netzwerk Achso. kontaktieren, aber das ist dann für okay. ein anderes Mal. Das machen wir ein anderes Mal. Okay. Stimmt, jeder von denen kann ja sogar ein paar Sprites registrieren. Jupp. Die müssten nur bereit sein zu sterben. Also, du wirst das Netzwerk kontaktieren, darüber unterhalten wir uns am besten nochmal. Jojo. Ja, bin da. Sehr gut. Du hast noch ein bisschen mit ihm gezogt. Ja. Du hast noch ein bisschen dich mit ihm unterhalten. Ja. Er wird noch ein paar andere Leute aufgetan haben, mit denen er sich zu unterhalten gedenkt. Er stellt sich dabei so an wie jemand, der das nicht gewöhnt ist, Fremde zu kontaktieren. Ist das dann gleichbedeutend mit jetzt lass mich mal in Ruhe oder ist das gleichbedeutend mit nee, eigentlich... Der nimmt dich mit und bezieht dich auch schon immer mal mit ein. Es ist ja gut, wenn man jemanden wenigstens einen hat, der konstant ist. Das ist richtig. Außerdem brichst du das Eis eher mal kurz, vielleicht ein bisschen. Sagen wir mal, sie bemüht sich das dann auch zu tun. Sehr gut, sehr gut. Und dann würde er irgendwann, da er sich noch echt ein paar Alkopops genehmigt hat. Alkopops. Jojo trinkt dann auch mal. Insgesamt 6, Alter. Boah. Jojo trinkt dann auch mal irgendwas mit, sie muss sich schwer zurückhalten, sich jetzt kein Bier zu bestellen. Meine Bloody Mary, Alter. Der Bier kann sie jetzt nicht... Scheiße, Alter, ich wollte ein Bierglas voll. Dein Bier kann sie jetzt leider nicht trinken. Doch, kannst du. Seda ist deutsch, nicht wahr? Das und was richtig. Mögen Stimmt, die Deutschen? Du hast recht, sie kann Bier trinken. Oh, wenigstens das. Du wirst natürlich schon so ein edleres Bier, vielleicht sogar ein Mädchenbier trinken, aber selbst das ist nicht mal zwingend. Nee, das zu dem Mädchenbier kann die sich nicht durchringen. Kann sie nicht, aber du müsstest halt schon ein bisschen edleres Jesöf. Ja, dann ist das halt so. Nicht das jute Moskau-Sterni-Flusswasser. Warsteiner vielleicht. Genau. Ja, irgendwas Herbes halt. Ja. Und dann wird er, wie gesagt, nach seinem 6. Alkopop mit sogar tatsächlicher Schlagseite, nicht übermäßig, aber schon, würde er sich von dir verabschieden und nach Hause düsen. Ich überlege gerade, ob sie sich einfach noch mit ins Taxi setzt. Sie muss ja eh irgendwann zurück. Richtig. Also kann sie behaupten. Na, das macht sie. Sie weiß ja, dass er eigentlich frei hat. Mua. Sehr gut. Es ist so super, weil du fährst jetzt erst noch durch das Straßenchaos von Moskau, was bestimmt eine Dreiviertelstunde dauert, dann eine Dreiviertelstunde durch die Pampa, vorbei an diesen wunderschönen Sümpfen und ehemaligen Wäldern, bis es dann wieder schöner wird und dort oben richtige Wälder sind und dann musst du wieder zurück nach Moskau, Alter. Und dann musst du noch vom Norden Moskaus bis in den scheiß verfickten Kack Süden Moskaus richtig viel Spaß haben. Oder du pennst gleich oben bei der Gang. Auf jeden Fall ist das sinnloses Gefahr. Bist aber du irre? Was denn? Glaubst du, die rennen jetzt so in die Ganggebiete rein? Na, wobei, so geht's sogar. Aber trotzdem. Du wirst bestimmt irgendwo noch jemanden haben, der, was weiß ich, bei dem wieder Sachen gelassen hast oder so. Ja, das ist richtig. Weil du größte irgendwas. Lässt dein Auto mit Sachen kommen. Naja, Moment, die Frage ist, wie wirkt er denn? Wirkt er so wie mit, ich fahre jetzt nach Hause und leg mich dann auch ziemlich fix ins Bett, weil ich echt besoffen bin? Oder wirkt danach, ich gehe jetzt auf jeden Fall noch nicht in die Kiste, weil ich bin ja gerade mal endlich hier. Tudelü. Ob der sich gleich hinlegt, ist nicht ganz klar. Klar ist aber, dass er schon mit sich zu tun hat und ich meine, den ersten Halbrausch, das ist schon zu viel gesagt, aber das leichte Angetüdeltsein, das möchte er offenbar jetzt erstmal allein mit sich ausmachen und genießen. Alles Klärchen, ne, dann geht sie auch nicht mit. Ich meine, so gesellschaftlich ist er nicht. Nee, gut. Einladen jetzt bei ihm kannst du dich noch nicht. Nee, gut, dann bringt das jetzt nichts. Dann brauchst du auch gar nicht dahin fahren. Irgendwann musst du nach Hause, aber ja, du kannst auch später fahren. Sehr gut. Ja, nee, dann, ich weiß, dass sie irgendwann nach Hause muss, aber das heißt auch, dass sie irgendwie noch später fahren kann. So spät ist es ja eigentlich, oder? Wie Über. Spät ist es denn? Na, bis um 2 hat er schon geschafft. Bis um 2? Oder muss sie tatsächlich wahrscheinlich zurück?
Er hat ja bis um 6 sturmfrei. Es kann sogar sein, dass du dich eher verabschiedet haben könntest, als er geht. Das ist aber auch vollkommen irrelevant. Ja. Viel Spaß und bleib geil, das durfte ich ja nicht mal mehr sagen. Ich muss es jetzt tun. Man merkt aber schon, dass wir die zusammen immer alle aufnehmen, ne? Die ja, internen Outren Stück an Stück. Das würde jetzt, wenn du jetzt beim Outro keinen Spaß hast, Alex, ne? Ne. Shepherds. So, Spaß. Ne. Gibt's eigentlich Osterlieder, so wie es Weihnachtslieder gibt? Ja, natürlich. Ja, aber irgendwie nicht so richtig viele, glaube ich. Mir fällt auch gerade schon wieder keins mehr ein. Gibt gar kein Osterlied. Doch, ich glaube, es gibt Plumps Osterlieder. Plumps, der kleine Osterhase, fällt dann dauernd auf die Nase. Und das manchmal passiert dann irgendwann, immer geht ihm etwas schief. Und Hoppelsong. Das kennen nur traurige Gestalten wie du. See. Also, ich habe jetzt mit Trolli geredet. Mhm. Es gibt einen Hoppelsong. Pass auf. Das ist voll gut. Hoppel, hoppel, 1, 2, 3, hier ein Nest und da ein Ei. Okay, es gibt auch Ostern, Osterhasen, Ostereier. Oh mein Gott, ja. Es ist quasi gerade der erste Ostermontag dieses Jahr und auch der letzte. Und deswegen... war eine tolle deswegen Folge, haben, ne, wir heute alle unsere Eier versteckt und zwar bis zum Anschlag in Düses Anus. Nee. Nicht? Nee. Ach so. Wer war das denn dann? Oh, Hast du deinen Nachbarn vielleicht überfallen? Scheiße. Ja. Ja. Great Wenn jemand... 4.0. Die neuesten. Das ist einfach immer noch lustig. Es wird auch nicht alt. Wir raten von Alkoholkonsum. Es wird mit mir zusammen alt. Oh. Und Pegasus in Deutschland. Das wird noch sehr lange dauern. Freut euch, ihr werdet noch ganz lange was von mir haben. Ist das nicht schön? Mad in Mad mit Gott. Russian Tango. Das schneiden wir raus. Was von beiden? Wir machen ab sofort keine Intren und Outre mehr. Das ist ja nur noch lächerliche. Nein, das... Also, fang doch mal von vorne an. Das ist doch das Schönste. Ich hab doch schon alles gesagt. Ja, hast du schon? Das klar. Geht komplett unter. Gut, dass ich das nochmal hinschreibe. Die Intren und Outren machen genauso viel Spaß wie der Spielabend. Zumindest mir. Ich lache meistens genauso viel. Möchten wir noch jemanden grüßen? Ich grüße meine Mutter. Wenn du dies hörst, weiß ich nicht. Du solltest langsam mal über eine Enterbung nachdenken. Ziemlich. Wahrscheinlich ist das damit schon geschehen. Düse, ich möchte bitte, dass du mir das rausschneidest und als MP3-File gibst. Abbruch. Wieso? Das mit der Mutter und den Erben? Das oder mit der Mutter und dem Enterben. Abbruch, okay. Abbruch. Nein, das mache ich gerne. Dann können wir nicht mehr spielen. Wieso? Dann steckt die mich irgendwo hin, wo ich nicht mehr rauskomme. Du bist deine voll Mutter oder die Flummi? Keller. Du bist volljährig. Was, du lebst nicht im Keller? Ich grüße unsere lieben Zuhörer und ich freue mich ganz doll, dass wir so viele Kommentare mittlerweile bekommen und ich bin ganz stolz auf euch. Hör auf, dich schon wieder anzubiedern. Ja, irgendjemand muss ich doch einschleimen. Tschüss! Fuck you, Chicken!